Oh nee. Ich roll noch eben kurz drüber. Hallo und herzlich willkommen. Kommt mal hier nach vorne, ihr beiden Hübschen. Ja, herzlich willkommen zu Deutschlands einzigartiger Live-Show im Internet. Genau. Juhu. Juhu! Willkommen im Blabla-Café live bei Uni. Ich komme gerade ein bisschen verzögert hier an, muss ich sagen, weil ich dachte nicht, dass wir schon so spät dran sind und musste kurz der Rebecca noch eben so ein paar Flusen hier, ich darf das mal, ne? Ich darf mal kurz rollen, live von ihrem schwarzen, hübschen Kleidchen rollen. Ja, Rebecca ist neu. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Angereist bist. Und neben dir steht die Sonja. Und Sonja ist auch neu. Ja. Yes. Ich habe neue Gesichter in der Sendung. Aber ich freue mich natürlich nicht nur über neue Gesichter in der Sendung, sondern auch über altbekannte Gesichter. Wir fangen einmal außen bei der Katja an. Guten Abend. Genau. Du bist schon ganz tief entspannt. Guten Abend. Genau, ganz seriös. Und die Ute war schon zweimal da. Ja. Freut mich auch, dass du Hallo, den Weg zusammen. Wieder zu uns gefunden ja. hast. Sehr schön. Die Katja hat heute eigentlich das ganze Thema ins Leben gerufen und wir gehen da auch gleich schön natürlich nah drauf ein. Und deswegen, ich bin in den Vorbereitungen hier, ich konnte Kaffee kochen, ich konnte mal fragen, wie es den Herren der Schöpfung geht und so, die da hinten alle im Publikum sitzen. Ja, ich bin hier tiefenentspannt und wie gesagt, ich mal gucken, wie wir es heute so hinkriegen gemeinsam. Das Team ist komplett, der Chat ist da, der Martin beantwortet alle eure Fragen. Der Kurt spielt schon, der wartet gar nicht mehr, dass ich was sage. Und wir können loslegen. Ich habe meine Gäste vorgestellt, das heißt, ihr seid alle schon ganz fleißig. Die haben sowas von genäht, das gibt's gar nicht. Also die Vorbereitung, Katja hat gesagt, so läuft und alle sitzen hier und nähen. Alle können nähen, muss nichts mehr tun heute. Ich setze mich gleich zu Kurt und trinke Kaffee, glaube ich. Okay, ihr dürft an die Maschinen zurück, meine Lieben, denn wir kommen gleich, oder ich komme gleich rum und dann reden wir ein Stückchen, ein bisschen. Okay. Katja, komm mal meine Seite. So, sollen wir erst da vorne hin? Ja. Ich glaube schon, ne? Können wir. Wir müssen nach da vorne laufen. Können wir. Ach nee, wir müssen auch noch sagen, dass das Thema jetzt die Upcycling-Tasche Traveler-Bag ist und dass wir noch was gewinnen können. Ja. Da, warte, bleib da stehen. Ist alles gut. Wir kriegen das schon geschnaggelt so. Also, es geht um dieses Objekt, ne? Dass die ist man aber so nicht zu gewinnen. Nein, die ist nicht zu gewinnen. Nein, um das, es geht, was heute genäht wird. Ja. So. Genau. Darum geht's. Und du hast da schon so ein schönes Upcycled-Etikett von Dortex drauf genäht. Genau. Und das gibt es heute auch aus der To-Go-Ware zu gewinnen. Und die Katja, die hat ja immer tolle Ideen. Ne? Also die sagt ja immer, ja, das ist ja schön so klein, aber habt ihr nicht noch was Schönes in groß? Ich dachte, ja klar, können wir machen lassen. Ne? Lassen wir eben machen. Dann könnte man nämlich, wenn man jetzt nicht das Kleine hat, auch noch so ein schönes hier Großes da drauf knallen. Einmal Florapapp Silberschwarz. Und nochmal mit Palme in Braun gehalten. Also das gibt es zu gewinnen, dieses Set, wenn ihr live durchkommt hier im Studio und eine Frage beantworten könnt oder einen Kommentar unter unserem YouTube-Stream hinterlasst und dann am Montag von Jan und der Glücksfee ausgelost werdet. So, das hätte ich auch gesagt. Somit sind wir fertig. Jetzt können wir loslegen. Du hast beim letzten Besuch, wann warst du da? Vor drei, vier Wochen. Drei, vier Wochen, aber als Zuschauer nur. Genau, da war ich. Ihr habt eure Gartenschürzen genau, abgecycelt. Die also, oder abgecycelt, genau. Genau, Jeans abgecycelt. Und sobald du das hörst, denkst du, ja komm, da habe ich noch was. Ich habe was im Petto. Ne? Und dann hast du gesagt, ich habe da was ganz Tolles gemacht, mir ein Foto in den Kopf gesetzt, am nächsten Tag geschickt. Worum handelt es sich hier? Ich habe von meiner Freundin so eine Pavillonplane bekommen, so nach dem Motto, das Gestänge ist kaputt, Katja. Die Plane wäre noch in Ordnung, magst du nicht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, gib mal her, ich nehme es mal mit. Oder sie hat es mir vorbeigebracht sogar. Und, das ist Service. Ja, die kam, nette Freundin. Ja, andere Geschichte. Okay. Dann habe ich im Netz auf den Social-Media-Kanälen so eine ähnliche Tasche gesehen, die etwas aufwendiger war. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich ganz geschickt, nämlich genau so gestaltet, dass sie eben in der Größe dieses Trolley-Oberteils, dieser Oberseite ist. Und ja, sprich weiter. Ich einfach nicht und auch so eine Schlaufe hat, so eine durchgehende Schlaufe, dass man die eben oben
über den Griff des Trolleys ziehen kann. Die sind immer mega praktisch. Wir drehen das Ganze nämlich genau. Mal. Guck mal, du hast ja so, bei mir gehen die Trollen schon gar nicht mehr von dem Trolley. Die sind alles so ramponiert. Genau. Okay, da wir jetzt ja so langsam alle wieder uns bewegen dürfen, mehr bewegen dürfen und wir auch wieder der Reiselust so ein bisschen nachtrauern und ja vielleicht auch so für so einen kleinen Kurztrip. Es muss ja jetzt nicht immer die Flugreise sein, das gilt es ja zu überdenken gerade. Aber man kann so ein Trolley ist immer praktisch, auch im Zug und im Auto. Aber dieses leidige, wo lasse ich hier dieses Beauty Case, also bei mir wäre das das Beauty Case dann. Also bei mir ist das vorwiegend so nach dem Motto, ich bin schon ab und zu mal mit dem Zug unterwegs und dann brauche ich ja, ich sage jetzt mal E-Book-Reader, was zu essen, was zu trinken. Was zu essen und zu trinken ist bei der Deutschen Bahn ganz wichtig. Genau. Oder das verreise ich sowieso nie. Also genau, oder noch einen Schal oder irgendwas. Genau. Und dann habe ich gedacht, dafür ist das geschickt, insbesondere, dass man nicht dann wieder irgendwas... Mag das nicht, muss ich gestehen. So bin kein so ein Schulterträger. Träger. Mhm. Aber könnte man hiermit ja auch machen. Könnte man natürlich, klar, keine also, ne? Frage. Geht, nein, ja. Geht gut. Geht gut. Geht gut. Aber wie gesagt, wichtig war mir jetzt eben, dass es auch auf den Trolley oben drauf geht. Was aber nicht so schwer ist, wie meistens die Sachen, die zu den Trolleys dazu verkauft werden. Da finde ich, das sind ja immer so Megataschen. Das sind, die sind so, so fest, die haben so ein, fast so eine Oberfläche wie das und die sind auch nicht unbedingt so, wie soll ich sagen, die also sind die sind geschmeidig. Geschmeidig ist und das richtige Wort. Und wenn ich die nicht brauche, dann kann ich die kleinen zusammenpacken und kann die unten in den Trolley und reinschmeißen. Und da kam die Plane der Freundin gerade richtig. Genau. So, meine Lieben, also für alle, die jetzt noch so weggewehte Zelte irgendwo finden, im Keller oder gefunden haben oder ich weiß nicht, in der Garage, da liegen die ja gerne rum, man will es nicht wegschmeißen, tut es letztendlich trotzdem. Also eure Frauen oder Männer, je nachdem, wer gerade nett bei euch in der Familie und wo so ein Ding immer ist oder Nachbarin oder Cousine, Oma, wer auch immer, diese Dinger sind wirklich, ist wirklich dazu super zu gebrauchen, denn das Material ist ja an sich schon sehr robust. Was bei diesen Pavillons ja nicht hält, sind die Stangen, damit man die immer wieder neu kauft. Der Stoff hält ja meistens. Und dann kann man das wirklich dazu super nutzen. Okay. Insbesondere ist die jetzt nicht so fest, dass die Haushaltsmaschine das nicht packt. Und jede normale Haushaltsnähmaschine nähte einfach geschmeidig drüber. Genau. Wichtig war jetzt hier, dass wir diesen Laschi haben, weil das hast du nämlich schon recherchiert im Netz und gesehen und hast da was gedacht. Und dann war eben auch dort so eine Tasche, wo man eben das Handy gut reinmachen kann, weil brauchst du ja heute für den Impfausweis und Deutsche Bahn. Ja, und genau, dein Ticket. Ticket und bis du das jetzt immer in den Tiefen deiner Handtasche wiedergefunden hast. Und auch hier drin nicht, ist auch blöd. Nein, dann und, ist... Genau, und vorne will es ja auch keiner haben. Nee, weil... Vorne ist ja auch immer dann blöd, dann hat man nicht drauf geachtet und so hat man es, wenn wir jetzt mal uns dezent so bewegen, ne, so, dann ist es ja schon mal eher safe als hier oben. Genau, ja. Sehr dann, schön. Genau. Na, Katja, du bist voll auf Zack, ich bin begeistert. Was mich ja an dieser ganzen Sache noch mehr fasziniert hat, ist, war das wirklich ein alter Rollladen? Nein, das war kein alter. Ich habe den mal irgendwo, ich sage jetzt mal, eigentlich als Taschengurt gekauft, war aber, als wir dann geguckt haben, war es ein Rollladengurt. Weil ich hatte noch geguckt, warum das so günstig ist. Es ist ein Rollladengurt. Ja, es ist ein Rollladengurt. Ja, für alle die tatsächlich die Rollläden nicht elektrisch bedienen, die kennen diese Sachen noch. Genau. Und selbst wenn die mal ein bisschen zerschlissen sind und man tauscht diese Rollladengurte oder lässt tauschen, kann man super nehmen. Die halten auch echt was aus. Also wenn, dann diese Dinger. Ja, natürlich. Okay, also hier ist noch ein extra Fach drin für das Handy oder eine Fahrkarte oder was auch immer, wenn man das noch oldschool-mäßig ausdruckt. Okay, also ich drucke die auch immer aus, nur so viel, das ist keine Kritik. Ich habe das immer beides, falls mein Handy versagt oder was auch immer. Ich habe Ausdruck und Handykarte. Genau. So, jetzt hast du gesagt, es hängt von der Größe von deinem Trolley ab. Genau. Wie bist du vorgegangen? Ich gebe dir jetzt einmal hier so ein Maßband von Prim. Also die ist, sage ich mal, der ist jetzt ungefähr 40 breit, 41, sowas, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt diese ganzen Wir gehen davon Taschen, aus, dass es nur ein Kurztrip ist und du nicht diese den genau, diese ganzen Geschichte, dann wollte ich den eben so 18, 19 groß haben. Also 20? Also 40, oder ne? 40 mal 20 Grundfläche. Ungefähr, genau. Das heißt, du empfiehlst eigentlich allen, erstmal vorher den Trolley der Begierde auszumessen. Denn ganz es gibt auch Unterschiede. Ja, natürlich, klar. Mhm. Das ist ja jetzt, denke ich mir, so eine mittlere Größe. Es gibt aber auch deutlich kleinere. Ja. Dann macht es keinen Sinn, weil der soll ja auch darauf stehen, wirklich stehen, wenn der voll ist, ne? Das stimmt, wenn der voll ist. Mit der ist ja jetzt leer. Sehr oder schön. Kaum, nein, ganz leer, genau. Genau, jetzt ist er ganz leer. Kurz zur Innenverarbeitung.
Da hast du hier die Seite blank gelassen. Das genau. ist die, die auch hier vorne genau. an dem Tragegriff hier feste ist. Und die andere Seite, da hast du noch so kleine Fächer reingenäht. Genau. Okay. Ist ja aber das wie könnte, alles optional. Genau, wie alles optional. Du hast innen wie außen verwandt. Das heißt also, du hast zugesehen, dass du von diesem Pavillon jetzt auch wirklich viel verbraucht bekommst. Genau, also ich habe die schon zweimal genäht. Also ich habe es für mich genäht jetzt. Ja, so ein 4x4 Pavillon, da kannst du ein paar von machen, ne? Nein, ich habe nur einen. Aber wie gesagt, ich habe zwei von diesen Taschen so genäht, wie sie jetzt hier sind. Mhm. Und jetzt haben die Damen ja auch noch zumindest die Außenstoffe rausgeschnitten. Von daher, so ein Pavillon gibt was her. Lieben Dank an die Freundin. Ja, genau. In Steinach, ja, im Kinzigtal. Ja, lieben Dank nach Steinach. Okay, wir hatten gerade noch was mir noch aufgefallen ist beim Öffnen hier. Was möchtest du zum Reißverschluss hier noch sagen? Also den kann man ja so ein bisschen, da kann man ja auch gut was nehmen, was man hat. So haben wir es ja hier jetzt auch gemacht, weil... Also entweder ich nähe den direkt ein, das geht natürlich, also länger sollte er nicht sein, ne? Ja. Sondern etwas kürzer. Und was natürlich ganz geschmeidig ist, wenn der teilbar ist. Auf jeden Fall sollte er teilbar sein. Genau, er sollte auf jeden Fall teilbar sein. Ja. Und eigentlich ist es auch gut, wenn der auf der einen Seite so schon konfektioniert ist, jetzt kein Endlosreißverschluss, weil das wird sicherlich schwierig, dann Endstück. Zu. Kann man bauen, aber ist vielleicht ein bisschen blöd. Auch da ist es natürlich schön, wenn man welche aus alten Jacken noch verwendet, zum Beispiel. Das ist so eine schöne Kinderjackengröße. Falls die Kinderjacke den Geist aufgegeben hat, der Reißverschluss noch halten sollte, ist das natürlich eine schöne Geschichte, da auch noch natürlich entsprechend den Reißverschluss abzucyceln oder eben einen aus einer alten Tasche rauszuarbeiten. Genau. Hier hast du noch einen verbraucht, ist auch optional, ne? Genau, kann man machen oder nicht. Und hinten auch. Das heißt, insgesamt bräuchtet ihr einen großen, zwei kleine Reißverschlüsse für diese Tasche. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal einmal bei den Damen rum und das machen wir gleich am Tisch. Genau. Willst du das noch mitnehmen hier? Kann ich. Ja. Das brauche ich. Ja, das nimm dann mal deine ganzen Sachen ruhig mit. Genau. So machen wir das. Okay, dann gucken wir mal einmal bei der Ute. Hallo. Jetzt ist sie weg, die Katja, aber die braucht auch ich gar nicht. Ich muss also meine Sachen erst wegräumen. Wir kommen, glaube ich, klar. Liebe Ute. Ich denke mir auch, dass ihr klar kommt, oder? Ja, aber ich habe dich trotzdem gerne an meiner Seite, deswegen komm mal ruhig zu mir. Okay. Also es ist schon nicht so falsch. Ja. Liebe Ute. Bitte. Erstmal schön, dass du da bist. Das freut mich wirklich sehr. Ja. Und sag mal, wie weit bist du jetzt schon gekommen? Ja, ich habe schon die Außentasche aufgenäht. Und auch schon zur einen Hälfte das Gurtband, bin jetzt bei der zweiten Hälfte, bei der Außentasche. Okay, das habe ich aber richtig gelegt. Ich musste nämlich auch gucken, dass sich das nicht verdreht. Ach, ihr habt das so zusammengelegt. Nein. So wäre nicht richtig? Nein. Nee, weil du musst ja einmal den Gurt so haben. Mhm. Aber ich habe gerade angefangen, mache ich wieder auf. Ja, genau. Also das so schon der erste Fehler. Ja, das Ja, das ist klar, aber deswegen sind wir ja hier. Nicht um die Fehler zu entdecken, sondern um zu gucken, dass erst gar keine passieren. Also da musst du einmal abtrennen. Ja. Was ist passiert? Also wir haben jetzt erstmal das Schnittmuster, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Das muss hier an die andere Seite, genau. Also die beiden Wagstücken. Ja. Ist aber jetzt, ja. Genau. Nein, das ist jetzt eigentlich nur passiert, weil du es nicht getrennt hast, weil du es nicht auseinandergeschnitten hast. Also diese Hälfte, das muss weg, das muss hier. Genau, muss dort. Aber genau. Ist kein Problem, trennen. Muss hier, das muss dort, da kommt kein Mensch mit. Okay. Also wir fangen jetzt erstmal kurz beim Schnitt an. Ja. Nur um jetzt nochmal darauf einzugehen, dass wir jetzt von deinem Standardrolli ausgehen. Wir haben einen Zuschnitt von 40 mal 60. Das ist was, das kriegen alle hin. Jetzt sind sie 61, da kommt es auf den Zentimeter auch nicht an. Wichtig ist, dass ihr also ein schönes Viereck habt und Rechteck habt, was auf eure Tasche passt. Wir gehen da gleich noch genau drauf ein. Jetzt haben wir einmal den Außenstoff für hinten. Genau. Mhm. Die Ute möchte keine kein Laschi nähen. Du möchtest nicht diesen das nicht. Nein. Echt nicht? Nein, weil brauch ich nicht. Brauchst du nicht. Nein, ich brauch das nicht. Jede Dame näht anders. Ja, da bin ich natürlich vollkommen bei euch, aber jetzt bin ich ja so ganz erstaunt, weil gerade den Laschi finde ich mega. Ute, ich brauche keinen Trolley, weil wir machen Camping, ich fahre nicht mit dem Trolley.
Okay, gut. Aber so soll es ja sein. Hervorragend. Okay, ne? Also hinten bleibt das Hinterstück bleibt nackig. Genau. Das ist gut. So, vorne kommt aber eine schöne große Tasche drauf. Mhm. Genau. Wie wir die nähen, zeigen wir gleich noch. Aber das dürfte auch jedem eigentlich mittlerweile klar sein. Aber wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Schön kontrastblau. Schön das Label drauf geknallt, finde ich großartig. Aber das Kleine hast du nur genommen, nicht das Große? Wolltest du nicht? Ach, das ist ja innen. Nee, das ist außen. Das ist außen. Ja. Ich könnte ja noch auf die andere Seite. Du hättest noch eine Chance. Genau, du kannst ja jetzt immer noch entscheiden. Jetzt wird es schwierig. Nein, hier nicht mehr, aber auf die andere Seite. Genau. Ich wollte nur sagen, weil wir haben ja extra schon die schönen. Aber die Kleinen sind natürlich auch schön. Ja. Aber Katja hat ja auch das Kleine an ihrer Tasche, deswegen war sie wahrscheinlich so. Nee, habe ich gar nicht überlegt. Ich werde es jetzt vielleicht auf die andere Seite. Genau. Okay, wir können ja mal gucken, wo es hinkommt. Ja. Okay, und jetzt, also da gehen wir in den Schritt nochmal drauf ein. Was war jetzt mit dem Gurt? Wo ist das Problem? Der Gurt? Muss. Also das ist ja die Hälfte, das ist circa 1,30 Meter, haben wir jetzt gesagt. Da, wie gesagt, hat sie jetzt die... Ach so rum, der kommt auf eine Seite. Ja. Das ist ja so und das andere Stück kommt auf die Rückseite. Auf die andere, so deswegen. Ja, und also eine Seite muss jetzt getrennt werden. Genau, eine Seite muss getrennt werden. Ja, ich finde, das soll jetzt wieder ein Grund, den Trennsong mal kurz einzuspielen. Den brauche ich fast immer. Den brauchst du fast immer. Das Trennen. Mir passiert das ganz oft, dass ich trennen muss, deshalb. Okay, gut. Also für alle, die das jetzt nähen, das denkt ihr euch jetzt hier weg. Ja. Der Gurt wird einmal auf jede Seite rum genäht. Und gucken, dass man eben nicht verdreht. Ne? Ja, das ist ganz wichtig. Genau. Ja, ja. Okay, gut. Also du musst trennen. Wir haben dich schon erwischt und sofort wünsche ich dir noch weiterhin viel Spaß beim Trennen erstmal. Ute. Ja, alles gut. Mache ich doch gerne. Sonjas Arbeitsplatz ist verwaist. Nee, da ist sie. Okay, sehr schön. Hier bin ich. Gut, ich weiß gar nicht, jetzt sind wir hier so im Stehen und gar nicht im Sitzen, auch egal. Bleib ruhig sitzen, ganz tiefenentspannt. Du bist jetzt an einer anderen Stelle angekommen. Ich habe einfach anders angefangen, ja. Genau. Das ist auch noch was Schönes. Ja. Man kann einfach anders anfangen. Genau. Das ist wichtig. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, wo hast du angefangen? Das ist jetzt der obere Reißverschluss, der oben drauf ist, der nicht mit in dem Futter verbunden wird, sondern diese Leisten. Genau, die Leiste. Oder ich weiß nicht, wie sich das kann man machen, muss man auch nicht machen. Ne? Kann man auch einen Reißverschluss hier direkt einnähen. Ne? Aber du hast jetzt so einen schönen extra Laschi gemacht, das ist auch schön einfach zu verarbeiten. Dann kann man das schon vorarbeiten. Genau. Oder deswegen. Auch eventuell noch einen andersfarbigen Stoff benutzen, wenn man noch einen Rest hat das oder ist noch Jeans arbeiten will. So wird es jetzt Futter. Hier. Ach, du machst das. Genau, du machst das ist das der Futter. Das genau, ist Futter. Hier wird also dieser Steg, dieser Reißverschlusssteg wird hier eben im Futterstoff gearbeitet. Guck mal, da ich in der Vorbereitungszeit alles dir überlassen habe, bin ich praktisch jetzt genauso überrascht wie ihr und freue mich natürlich, dass die Sonja alle Designmöglichkeiten voll ausschöpft. Das finde ich großartig. Okay, du hast jetzt also hier diesen Steg, den wir jetzt mal nennen. Dann hast du, das können wir auch mal eben zeigen. Das sind hier ungefähr 3,5 cm plus 1 cm auf jeder Seite. Also 5,5 cm haben wir jetzt. Oder 5 cm, genau. Das kommt dann auch so nicht auf einen Millimeter da auch nicht drauf an. Also wenn ihr Stücke habt, die entsprechend 5 sind, 5,5, 6, 4,5 verwenden. Einfach nehmen. Und aber eine Einlage hast du reingemacht. Ich habe eine Einlage reingemacht, genau. Auf beiden Seiten. Bei den Stoffen haben wir jetzt, bei dem schon. Die jetzt aus der Plane zugeschnitten sind, nicht. Ne? Okay, gut. Weil die kriegen wir nicht verklebt. Also einfach verstürzt. Gucken wir uns mal eben kurz an, das ganze Prinzip. Das ist ja auch gar nicht so schwer. Das heißt, hier wird in dieses Stück, das wird rechts auf rechts gelegt, der Reißverschluss wird zwischengefasst, einmal drumherum gerattert, geguckt, ob einem das gefällt. Zwischengebügelt, Sonja? Ja, nein. Doch, ich habe gerade gebügelt, genau. Ja, wir müssen die Kanten noch ein bisschen rausschneiden. Wir schneiden die Kanten dann, noch raus. Hätte ich gerne blaues Garn. Du hättest gerne blaues Garn? Blaues Garn, um das abzustellen. Okay, ich hole gerne blaues Garn. Also hier schneiden wir natürlich die Ecken nochmal einmal so ein bisschen ab, damit die schöner sind. Während du das machst und Katja zu ihrem, weiß ich nicht, entweder bei Rebecca nochmal bei die Ecken spingst oder den Kantenformer nochmal holt oder ich den Kantenformer hole, wenn ich ihn finde. Warte mal, ich hole meinen. Du hast deinen schneller zur Hand, ne? Suche ich blaues Garn. Sonja, welches Blau hättest du denn gerne? Aber auch nur vielleicht. Ne? Helles oder dunkles? Das ist, hier so. Ja. Genau dieses. Genau das? Oh, dann bin ich ja beschäftigt, mit blauem Garn. Das ist das Farbmuster. Ich habe das Farbmuster.
Okay, und genau, danke. Begeb mich jetzt dahin. Du kannst noch eben die Sonja kontrollieren, ob die ordentlich arbeitet. Und ich habe jetzt das Farbmuster vom Reißverschluss in der Hand. Dann könnt ihr noch mal einmal das Studio hier sehen und meine Gäste, die sich im Hintergrund befinden, was ich sehr nett finde. Das Farbmuster. Jetzt kriege ich aber hier eine Aufgabe gestellt. Verrückt. Und jetzt hast du noch? Du verwirrst so. Das dann hinten offen. Wollen wir mal gucken, ob ihr das passt? Alles gut. Ich gebe immer zwei zur Auswahl. Dann kann sie das entscheiden, genau, das mir zu hell. Schön, und dann kannst du es noch abstecken. Ne? So, Farbmuster gefunden. Jetzt wollen wir nur noch hoffen, dass es ihr gefällt. Okay, also ja. Das wären jetzt zwei Farben. Und dann brauchen wir aber noch einen Unterfaden, einen passenden. Hättest du wahrscheinlich auch noch ganz gerne, ne? Ja, natürlich. Ich sehe das schon. Ich laufe. Ich laufe zum RMF-Schrank. Und wie ihr wisst, ist der ja zu verkaufen. Immer noch. Der schöne Bügelschrank, den man hier so leicht mal eben kurz dezent unten rausziehen kann mit dem Füßchen. Und ich suche nach meinen ganzen Utensilien, die ich hier habe. Aber Sonja, ich habe kein Blau unten drunter. Ich muss neu spulen. Na, spulen wir mal. Ja. Dann. Oh, Traffic. Mache ich ganz viel Traffic hier heute. So, hast du dich für eine Farbe entschieden? Ach so, waren das unterschiedliche? Ja, also hallo. Ich tue alles für meine Gäste. Das kannst du gerade nach vorne dann schauen. Guck mal, wenn du was, wenn du das prüfst, ne? Wenn du das prüfst. Ja. Und die Farbe wirklich so checken willst, dann machen wir jetzt erstmal hier einmal dieses leidige Plastik ab. Hinfort. So, und jetzt rollen wir den Faden einmal ab. Oder du oder ich oder wer. Und legen das auf das Teil drauf. Und dann sieht man fast keinen Unterschied. Genau. Nehmen wir trotzdem den. Okay, nehmen wir. Wir sehen keinen Unterschied, nehmen aber trotzdem den. Ja. Super. Wir sitzen ja in der NX7 von Yuki. Was hältst du von dem Geschoss? Ja, nicht gut, ne? Nicht gut. Ja. Ich habe gehört, du nähst ja, mit der Konkurrenzfirma. Mit was für einer Maschine bist du unterwegs? Bernina. Mit der Bernina, okay. Und? Ja. Auch gut. Auch gut. Genau. Auch gut. Jeder hat so seinen Geschmack. Aber wie gesagt, ich freue mich ja über diese hier. Aber die sind schon ziemlich schön gleich. Also du kommst damit ganz gut klar. Ja. Das ist schon mal schön. Das beruhigt mich ja. Habe ich auch eine Bernina-Näherin glücklich gestellt. Das finde ich gut. Okay. So, jetzt spulen wir mal ein bisschen auf. Wie viel willst du abstempeln? Man weiß es nicht, ne? Von Royal ja, Bra. Gleich brauche ich das ja hier auch noch mal etwas. Ich habe schon durchgeschnitten. Aber wir gucken da mal. Da fragst du erst. Ja, ich frage erst und halte mich trotzdem nicht dran. Aber du bist hier bei Oné. Okay. Und ich glaube, du hast ja schon mal die ein oder andere Folge gesehen, ja, ja, oder? Ja, genau. Mhm. Und es wäre keine Oné-Folge, wenn nicht der Unterfaden an einer bestimmten Stelle zu Ende wäre. Aber das muss ja nicht bei mir sein. Ja, das sagen sie alle. Oder ist aber da nehme ich ja keine Rücksicht drauf. So. Nein, das stimmt nicht. Ich bin stets bemüht. Aber wir haben ja hier so einen Unterfadenwächter. Und der sagt dann Bescheid, wann hier Schluss ist. Ne? Also wie viel wir da noch drauf haben. Und wir können da irgendwie was angeben, wann er meckert. Ne? Und das machen wir einfach mal. Wenn nicht mehr so viel drauf ist, soll er meckern. Und mal gucken, wie er meckert. Mal sehen. Okay. Nach wie vor fädel ich ja nicht mit dem automatischen Faden einen Fädler ein, weil ich ja immer noch meine Augen prüfen zu müssen. Wenn das nicht mehr geht, habe ich ja schon mal erzählt, eigentlich in jeder Sendung, dass ich dann mal zum Augenarzt mich aufmachen muss. So, ist blau drin. Super. Wir haben das ja fast geübt jetzt, ne? Beim nächsten Mal bist du selber dran. Ja. Mach ich. Bin ich raus aus der Nummer. Mhm. Okay, gut. Dann, weil ich hier, ich habe irgendwie für dich, habe ich hier keinen. Nee. Komm, ich schmeiß es bei Ute mit rein. Ute, alles klar, du führst Selbstgespräche. Okay, das ist das Schöne beim Nähen. Da führt man Selbstgespräche und keinen Wunder. Okay, ich nehme die Tasche mit und mein Maßband und gehe ein Häuschen weiter zu Rebecca. Mhm. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie die Sonja das näht, wollen wir doch mal einmal bei Rebecca gucken. Rebecca ist irgendwo ganz anders. Rebecca ist ganz anders. Ich bin hier. Das ist hochkonzentriert. Ja, das stimmt. Also das bist du wirklich die ganze Zeit schon ganz, ganz ne, voll dabei und konzentriert. Was machst du denn jetzt? Die hinter, für am Trolley hinten drauf zu
Stulpen. Das machst du doch. Das mache ich. Ja, und vorne mache ich aber nichts. Aber dafür vorne keine. Vorne nichts. Außer es. Ja, das ist natürlich eigentlich auch das Wichtigste. Ne? Genau. Das finde ich allerdings auch. Die Sache ist ja, man hätte Fahrradkette. Ich kann immer noch was dran. Man hätte das ja auch, also noch mit da drunter schieben können. Ne? So. Wenn mit in die Naht, fände ich ja auch ganz cool, das nochmal ein bisschen anders zu kombinieren. Man kann es auch ein bisschen schräg machen. Ja, oder genau. Ein bisschen schräg, genau. Ja. Oder so runter, wie auch immer. Also, ne, dass man hier praktisch noch, wenn man das so mitfasst, dieses Kleine, dass man da noch so ein Laschi hat, wer so ein Laschi mag. Also, fand ich jetzt nochmal auch eine Möglichkeit, sowas noch anzubringen. Muss aber nicht. Aber das vorne drauf ist, finde ich mega cool, weil ich auch den Kontrast mit dem Silber und dem Schwarz da drauf richtig gut finde. Passt auch und du nimmst ein schwarzes Band. Ah, Tipp des. Top. Muss passen. Jetzt bimmelt der Mann. Jetzt müssen wir mal uns abwenden. Okay, Martin. Warum musst du jetzt auf mein Geschlecht hinweisen? Ja, weil du männlich bist, oder darf ich das nicht sagen? Oder soll ich divers sagen? Nein, aber das klingt so jetzt bimmelt der Mann jetzt. Ja, du bist ja, der einzige Mann, der hier bei meinen Gästen gerade da ist. Die anderen sind Kameraleute, gut, aber die sind ja auch alle da, alle männlich. Herzlich willkommen. Aber du bist auch der Mann. Was soll ich jetzt machen? Es klingt nur so wahnsinnig abwertend irgendwie so. Das empfindest du nur so. Ach, okay. Das ist das, was ich sage und was du hörst. Das ist die Sender-Empfänger-Problematik. Die haben wir alle. Ja. Ha. So, Barb Taylor fragt nämlich. Werden jetzt erst die Seitenteile bzw. der Reißverschluss getrennt genäht? Entschuldigung. No. Entschuldigung. Wir könnten es auch, ich hab's ja auch lesen. Auch wirklich. Werden jetzt die Seitenteile bzw. der Reißverschluss getrennt genäht? Also die Stege werden jetzt natürlich so, genau, wenn ihr das macht, erstmal die Stege genäht, ne? Und dann wird das, deswegen brauchst du auch einen teilbaren Reißverschluss, dann wird das aufgemacht und wird dann mehr oder minder auch wieder zwischen Futter und zwischen dem Außenstoff zwischengefasst, einmal gewendet und dann bist du wieder safe. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja bei dem einen oder anderen, dass wir da hinkommen. Genau, also nochmal, ich halte es nochmal einmal dann hoch. Dieses Zwischenstück, was wir hier haben, das kann man einzeln nähen. Man kann auch dieses Stückchen, was die Sonja jetzt gerade da näht, weglassen und den Reißverschluss natürlich direkt in diese Kante einarbeiten. Da spricht nichts gegen, das kann man machen. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Das ist das Schöne, wenn ihr selber näht. Und genau. Natürlich das dann auch entsprechend designen oder sagen, auch ich habe noch diesen Streifen Stoff übrig und warum soll ich den jetzt wegschmeißen, diesen Streifen, wenn ich ihn doch nochmal einarbeiten kann. Genau. Das ist der Hintergrund. Also man kann das einzeln nähen und man kann natürlich auch sonst, vielleicht ist das auch die Frage, den Reißverschluss hier annähen und dann zum Schluss unten erst die Seitennähte schließen. Das ist ja so der Klassiker von der Verarbeitung her. Ja, dass sie das auch meint. Also das würden wir ja hier wahrscheinlich, das würden wir hier jetzt natürlich nicht machen, sondern in Summe würden wir das, wenn wir es jetzt ohne Stege oder auch, würden wir erst den Reißverschluss an die fertige Tasche nähen. Ja. Also und dann eben oder das Futter fertig machen. Genau, die Futtertasche und genau, dann das Wendeöffnung. Futter mit einer Wendeöffnung fertig machen, die Tasche ohne Wendeöffnung fertig machen und dann dazwischen fassen und genau, fertig. Aber da gibt es auch ganz viele tolle, richtig eingehende Näh-Tutorials zu. Aber genau. Das ist ja eigentlich auch verständlich, hoffe ich. Ich hoffe, wir haben dir weitergeholfen mit der Frage. Mit der Antwort. Ah, da steht, ah, danke. Ah, okay. Ah, es beruhigt mich jetzt so ein bisschen, muss ich sagen. Okay, wir haben es geschafft. Genau. Die erste Frage wird richtig beantwortet. Okay, das ist hinten der Laschi, vorne angenäht, passend zu den schwarzen... zum schwarzen Gutmann. Das hast du aber nicht abgecycelt, das hast du gekauft. Das war noch im Fundus. Das war im Fundus. Ja, ja. Ich trenne die sonst auch immer von so alten Taschen alle ab. Man kann sie auch stückeln oder letztendlich auch hier aus Jeans was nähen. Oder genau. Das bleibt jedem noch selbst überlassen. Was hast du noch im Angebot? Wie sieht dein Futterstoff aus? Bunt. Ah, ihr habt alles Bunte genommen. Ja. Bei mir gibt es oben auch dann der bunte Streifen. Den machst du genauso? Ja. Auch außen? Ja. Ehrlich? Und dann hier diese Schwarz-Weiß-Nummer, Schwarz-Silber-Nummer.
Wir hatten mal so überlegt. Okay, gut. Aber der Geschmack ist ja auch, der lässt sich ja auch nicht in Worte fassen, sondern das muss jeder für sich selbst beantworten. Ich kann es auch noch in Weiß schneiden. Nein. Wenn wir jetzt genügend haben, müssen wir einfach schauen. Ich war die Letzte beim Planen schneiden und musste mit dem leben, was noch da war. Das ist ja bitter hier, ne? Leider habe ich auch einen Fußabdruck drauf. Das ist ein Fußabdruck? Ich versuche es jetzt nach innen zu machen. Ach, hier oder was? Ja. Ach. Aber wir machen es nach innen und dann sieht man es. Die Frage ist, wessen Fußabdruck ist es denn? Meiner nicht. Wer hat denn so ein Muster hier? Das ich glaube nicht, aber das ist passiert. Aber es ist warte mal, wenn es meiner ist, ist es dir vielleicht mal irgendwann was wert? Nein. Ist auch nicht meiner, nee. Verdammt. Gib die Hoffnung nicht auf. Okay, dann würde ich mir das aber noch jetzt nur mal ganz so, die sieht ja schon sehr schick aus. Ja. Ja. Und ich meine, das Innenfutter, da bin ich ja auch immer für ne? Aber wir müssen mal gucken, ob es wirklich dann noch reicht. Aber ich jetzt außen. Aber das müsstest du noch ganz aber dann noch hinbekommen. Ne? Ja, weil wir haben vorhin schnell. Ich würde jetzt gerne den Chat mal fragen. Genau, das ist eine super Idee. Ja, der Chat entscheidet, aber das ist immer, wenn man sich sagt, man hält sich dran, das kann auch bitter werden. Also, lieber Chat, soll die Rebecca diese Streifen hier zwischen dem Reißverschluss aus dem bunten Innenfutterstoff nähen oder doch lieber aus der Plane? Jeopardy-Modik. Du kannst jetzt eigentlich schon die Tasche rechts auf rechts schon zusammennähen. Ja, ich bin da. Die Frage läuft. Die ist super. Ich wollte nur hören, ja, machen wir gut, klar. Dann lasse ich das auf der Seite liegen. Ja. Bis wir durch. Solange wir noch was da haben, ist doch gut. Ja. Wolltest du nicht noch die Jeanstaschen einarbeiten oder hast du das auch verworfen? Nee, das kommt noch für innen an einen Teil ran. Ich mache es aber nur innen. Okay, aber das kommt das dann bleibt gleich. Noch drin, genau, diese Hosentaschen. Genau, die Hosentaschen zu verarbeiten, das bietet sich natürlich auch immer an von Jeanshosen und du hast das hier schon ganz geschickt gemacht. Du hast die Hose an der Kante direkt abgeschnitten, also genau. Die Taschen direkt abgeschnitten, dann franzt es so ein bisschen, aber das ist auch letztendlich egal. Aber mit dem Hosenbein hinten zusammen, also du sparst dir das Trennen und siehst es dann, kannst es dann gleich so aufnähen und hast noch eine innere Verstärkung. Genau. Sehr schön. Oder eine Doppeltasche. Geht auch. Geht auch, ne? Das heißt, wenn du es hier annähst, hast du vorne und hinten noch eine Doppeltasche mit einer Trennung drin. Und die Kante oben, lässt du die generell so oder machst du da irgendwie noch... Nee. Einmal. Du nähst es nochmal einmal um. Genau, einmal das ist um. Einmal das so ist schöner, fest. Schöner Abschluss. Ja, und ne? So geht es ja auch. Ja. Coole Idee. Also auch nochmal zum Upcyclen für euch natürlich. Diese Taschen von Jeanshosen, wenn die abgeliebt sind oder löchrig oder was auch immer, obwohl kann man ja auch so kaufen, das ist ja auch kein Argument mehr, immer verwenden für alle möglichen Sachen, die sind wirklich sehr gut. Das Material ist toll und es ist einmal da und es sollte auf keinen Fall irgendwo entsorgt werden. Gerade in den Sachen, die jetzt so hell sind, ne? Da ist natürlich auch ein wahnsinns Energieaufwand drin. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. In allem. Wasser ohne Ende. Wir reden jetzt hier über die Bekleidungsindustrie, die der zweitgrößte CO2-Verseucher des Planeten ist. Und Wasser. Und Wasser. Wasser ganz schlimm. Jeans sowieso. Genau, deswegen, ganz grauenvoll. Mein Freund, die Jeanshose, die kann gerne 5 Leben erhalten. Genau. Ich nehme mein... Ganz kurz, kurz. Die Umfrage ist beendet. So, jetzt knapp 70% der Zuschauer sind für die Plane. Also ich muss nochmal schneiden. So, du musst nochmal schneiden. Es hilft alles nichte. Okay, gut. Dann, aber wir haben ja noch was. Wir gucken uns das Material mal an. So, wir können uns endlich mal setzen. Genau. Wenn von da hinten, von den fleißigen Näherinnen, also es ist unfassbar, wie konzentriert ihr arbeitet, keine Rückfragen kommen und bis die Qualitätskontrolle kommt, bleiben wir nochmal hier sitzen. Ihr habt nochmal 3 Minuten Luft durchzuschnaufen. Guck mal, die kriegen nichts mit. Nein. Die sind vollkommen im Tunnel. Ja. Okay, na gut. Die wollen ja fertig werden. Komm, hör auf. Fertig. Letzte Sendung war ich so ein bisschen angefressen, muss ich ja sagen. Ne? Warum? Ja, 87% haben gesagt, wir werden nicht fertig und natürlich hatten sie recht. Das ist schon schlecht. So, und ist auch egal, komm. Anderes Thema. Also hier ist die Tasche. Wir haben jetzt nochmal das Objekt der Begierde. Wir fangen jetzt nochmal vorne an, um euch nochmal den Einstieg zu erleichtern, zu denken, ich hab noch was in meinem Keller, ich finde noch irgendwie was, was stoffähnlich ist. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was für ein Poly, dieses Material wirklich ist. Es ist halt sehr stabil gewebt, aber dennoch leicht. Es handelt sich um eine Plane und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind hier auch noch, für ein Pavillon wollte ich sagen, sind hier auch noch die Laschis dran, um das Ganze an den Stangen festzumachen. Die kann man natürlich auch noch wunderbar abtrennen und benutzen, auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich habe ja noch alles da. Genau, man könnte, also die würden auch passend schön dazu passen, zu einem Schwarzkontrast und die Seiten...
Man kann es erkennen. Wer jetzt hier keinen Wimpel rausnähen möchte, natürlich kann man aus den Seiten auch sofort fertige Wimpel machen, für alle, die Wimpelfreunde sind. Ach, das ist eine gute Idee. Guck mal, diese nicht. Also, ist dir das nicht eingefallen? Nee, das ist mir jetzt, guck, echt gut, nicht? Dass wir drüber gesprochen haben. Ja, da, ne? Kannst du sofort einen Wimpel rausmachen. Ja, dann hast du schon mal für nächste Woche zum Grillen in den Garten. Ja, ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt wirklich, wenn du jetzt so fahnenmäßig drauf bist. Und unten ist auch noch so ein Gummilaschi dran oder noch so ein anderer Nupsi. Da kann man ja auch dann noch mal saisonmäßig noch irgendein Objekt reinhängen, wer sowas mag, ne? Okay, und man kann diesen Wimpel schon gleich oben abschneiden in der Länge, in der man ihn haben möchte. Genau. Oder man macht so eine, die gibt es doch auch, diese Fahnen, diese, ja, klar. Diese, die so wehenden, genau. Die nicht so hängen, sondern nee, so. Klar. Genau. Und da kann man natürlich dann auch eigentlich alles nehmen, hier vorne eine Verstärkung reinmachen oder da noch hier, wenn es einmal aufgetrennt ist, so jetzt gehen die Pferde mit mir durch, dann kann man ja noch so einen Rest von so einem Blumendraht mit da reinmachen. Ja, okay. Den kannst du auch noch damit rein, damit die erste Wehhilfe, falls noch kein Orkan ist, das schon mal wenigstens so hängt und das nur so trostlos darunter baumelt, ja, und dann der Wind kommt. So rum würde ich die jetzt aufhängen. Ich würde jetzt da eine Verstärkung reinmachen und würde die so, würde den, also das breite Stück unten und das... Du willst es andersrum aufhängen, aber ein Wimpel ist doch dreieckig nach unten. Nein, nicht als Wimpel, aber diese Fahnen, diese... Ach so, diese Fahnen. Die ist als Fahne. Ja, ja, ja. Und diese, dann so ein... Wie auch immer. Genau, wie auch genau. Immer. Es kann ja auch sein, dass man an der See wohnt. Genau, also jetzt... Und da genau. Ist ja vielleicht mehr als bei uns im Ruhrgebiet. Genau. Ja, also ich wohne da nicht, aber... Ja, ich auch nicht, aber unsere Zuschauer. Ja, okay. Das. Also man hat schon wieder, wenn man so ein Teil in der Hand hat, dann fängt man auf einmal an, wilde Ideen zu entwickeln. Und das ist jetzt eine schöne Idee. Ja, das jetzt kannst du, und vier Stück hast du davon. Vier Seitenteile. Genau. Oder hast du schon welche zerschnipselt? Weiß ich noch nicht, muss ich nachschauen. Irgendwo liegen sie wahrscheinlich noch. Ja, zieh dir das mal weg. Ihr seht, das ist davon übrig geblieben. Und da kann man mit Sicherheit noch mehr... Ach, da kommt der nächste, da kommt noch der nächste. Weh, du schneidest den Wimpel rein. Na, auf gar keinen Fall. Okay, also ihr seht schon, da kann man jede Menge tolle Sachen rausmachen. Und ja, das ist doch eigentlich eine gute Geschichte. Das erinnert mich noch gleich an so einen Wüstenhut. Hinten, so ein... Egal, ich sage ja, die Pferde gehen mit mir durch. Okay, also ihr wisst ungefähr, um was für eine Plane es sich handelt und was man alles machen kann. Jetzt geht's weiter. Schnittmuster. Oh, ich wusste es. Hast du ein Schnittmuster hier? Da. Ja. Die Trude fragt nach Sonja Stoff, ob der türkise Stoff mit den, wie nennt sie es, mit Kuller, ob das auch Plane ist. Nein. Normaler Nein. Baumwollstoff. Baumwollstoff. Ja, verstärkt ein bisschen. Genau. Baumwollstoff. Ihr könnt aber auch nehmen natürlich Reste, Bettwäsche. Die Katja hatte noch als Idee unsere wunderschönen Herrenhemden oder auch eure eigenen Blusen, die ja, wenn sie nicht mehr gut zu tragen sind oder auch ein bisschen scheußlich unter den Armen geworden sind, immer noch über ein tolles Rückenteil verfügen, aus dem man dann entsprechend auch was ausschneiden kann. Ihr seht es, na, ihr seht das Ganze, um dann daraus ein Innenteil zu bauen. Dann kann man natürlich auch noch so schöne Kanten, wenn welche dran sind, an dem Hemd sind zum Beispiel sehr ja. Schöne Kanten dran. Ah, guck mal, wie nett. Knöpfe schnell abtrennen und dann kann man da innen drin auch die Taschen rausmachen. Also das ist natürlich immer was. Also Baumwollstoff, den dürftet ihr wirklich dann... zu Hause noch finden, auf jeden Fall. Okay, gut. Da waren wir stehen geblieben. Wir müssen etwas sortieren. Ich bin hier und schweife ab. Ja, ich dachte mir schon, du hast Ordnung hier und ich bringe sie durcheinander. Lass uns jetzt, also wir haben über das Material gesprochen, das dürfte jedem klar sein. Ich zeige es nochmal groß. Es handelt sich um diese eher Stoffpavillons, nicht um diese Plastik. Nicht um diesen Plastik, genau. Genau. Der wäre ja. Tricky. Falls das jemand damit nähen möchte, würde ich mich freuen, da noch mal einen Erfahrungsbericht von zu geben. Aber nun gut, müssen wir mal sehen. Ja, insbesondere kann man eben auch, je nachdem, wenn man nicht ganz so dicht gewobenes oder ein dickes Zelt hat, richtige Zeltplane, ja. Ist sicherlich auch was man gut für diese Taschen verwenden auf kann. Ne? Aber wir wollten es ja auch leicht haben, genau. Weil wir haben ja schon den Trolley so voll. Ja, ja. Ja, ja, aber auch da gibt es natürlich diese leichten Zelte, ja, ne, ja, die ja, du ja. Nur aufwirfst und dann Ach so, sind du meinst die schon fit. Wurfzelte, ja. Genau, die Wurfzelte oder auch diese Strandmuscheln, die man genau. Gerne einmal aufmacht und nie wieder zusammenkriegt. Genau. Und bevor man die entsorgt, könnte man sie erst zerschneiden und eine Tasche rausnähen. Und dann sollte man auch auf jeden Fall diese, diese Fiberglas-Teile rausnehmen. Denn die kann man dann, denke ich mir, wenn die auf sind, kann man die wieder
Für den Wimpel benutzen. So. Aber also, jetzt ist wieder alles sortiert, oder? Aber jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Und jetzt widmen wir uns dem Schnitt. Also, wir hatten eine Grundfläche von 20 mal 40 am Anfang der Sendung. Man möge sich erinnern. Jetzt geht's los. Du hast es dann wahrscheinlich hier einmal aufgezeichnet. Kann ich das so ermessen? Da hast du ein bisschen kleiner gemacht. Ja, also das ist jetzt die 40 waren jetzt einfach so mit grob. Mit Dehnungsfuge. Mit den Dingen. Ja, wie auch immer. Genau. Okay. Also ich habe jetzt einfach mir überlegt, 40, ne? Das ist die Breite, ja. die Tasche haben muss. Und 18 oder 19 ist die Tiefe. Mhm. Steht auch ja? hier nochmal extra genau. drauf. Mhm. Das heißt, ich mache dann ungefähr, ich sage jetzt mal, 9 cm muss ich von hier ausrechnen. Dann das, wenn wir das jetzt mal so falten, wäre ja dann die halbe Seite. Mhm. Ne? Und hier auch. Und natürlich auch von hier aus wäre auch wieder der Boden. Ne? Genau, so ist dann ungefähr. Also man muss mehr oder minder einmal die Breite des Trolleys messen, den man bestücken möchte, und einmal die Tiefe. Das zusammen addieren plus die Nahtzugabe, dann hat man einfach einmal eine Hälfte der Tasche. Okay. Die braucht man doppelt und dann näht man eben das Eck entsprechend ab. Also das heißt, wir sind jetzt, das ist jetzt praktisch oben. Das ist oben, genau. Na? Und hier unten, das wäre der Boden. Wir falten das jetzt einmal, damit alle mitkommen. Genau. So, würden wir jetzt einmal falten. Und das wäre, na, ist der halbe Boden, den wir dann da haben. Das ist der halbe Boden, weil hier unten kommt eine Naht rein. Genau. Und dann brauchen wir noch gleichzeitig das, was wir zur Hälfte um die Ecke schlagen. Genau. Damit wir zu einer, wir drehen es einmal um für die Kamera. Genau. Du nimmst so, das, ich nehme das. Hör mal, wir sind ein perfekt eingespieltes Team bald. Ne? So, genau, dann können wir das so sehen, dann kann das jeder verstehen, dass das hinterher mal unser Trolleybag wird. Genau. Und das kann man entsprechend auf sein Trolley anpassen. Genau, habe ich einen kleineren Trolley, mache ich es eben nicht so breit. Genau, also hier einmal die Hälfte von eurer Trolleytiefe. Genau. Und hier einmal die Breite und dann muss da eben noch die Hälfte von der Trolleytiefe wieder an. Genau. Also nicht ganz so schwierig. Das dürftet ihr, da bin ich mir ziemlich sicher, alle hinbekommen. Genau. Okay, gut. Genau. Hier ist noch alles draufgeschrieben, ne? Genau, ich habe natürlich alles mit. Genau, damit ich jetzt nicht 20 Zettel habe, habe ich gedacht, ich schreibe alles drauf. Einmal eben, wo die Außentaschen drauf kommen. Mhm. Wichtig ist auch, dass man das Gurtband, weil die beiden Außentaschen werden ja mit dem Gurtband eigentlich angenäht, ja. Dass man das Gurtband nicht bis oben, sonst wird es ein bisschen knifflig mit der Reißverschlussgeschichte. Ja. Ne, dass man eben so einen Zentimeter über dem mit der Außentasche eigentlich abschließt mit dem Aufnähen des Gurtbandes. Damit man hier ein bisschen Spiel hat. Genau, sonst wird das super eng. Ja. Und dass man eben dann so ein bisschen unten raus das gucken lässt, etwas damit man das eben gut zusammennähen kann. Genau, falls es doch mal verrutscht. Also nicht über diesen Punkt hinwegnähen, um jetzt bei deinen Maßen zu bleiben. Ja, ich habe, glaube ich, so 2-3 Zentimeter dann oder mehr. Ich habe, wie gesagt, ich habe es ja jetzt an der Außentasche dann ungefähr. Genau, wir haben jetzt von oben gemessen, hast du jetzt 7 Zentimeter genau. freigelassen. Genau. Du misstest da, ich hier, du misst ja genau nach Anweisung, das ist super. Und das Schöne ist, wir haben hier auch das Waschen so genäht, ne? Das Waschen an der Plan oder hast du es extra genäht? Nein, das habe ich extra genäht, weil sonst hätte ich noch mal ein drittes Teil gebraucht, ja. um es zu verstürzen. Und so habe ich ja jetzt nur einmal für den Reißverschluss die Geschichte verstürzt und habe dann einfach die obere und die untere Kante einmal mit dem Schrägband entsprechend. Aber für alle, die so eine Plane haben, ihr seht, da ist bereits auch sowas dran. Ja, aber du brauchst ja trotzdem auch ein Hinterteil. Ne? Aber man könnte, wenn man jetzt ganz pingelig ist und doch noch mal irgendwie einen Film abends guckt und Langeweile hat, das Ganze auch noch abtrennen. Denn, hast du kurz eine Schere für mich, Anne? Danke. Dann braucht man nämlich auch kein neues Schrägband. Okay. Denn hier ist natürlich auch noch Schrägband dran. Genau. Also wenn wir schon upcyclen und wenn wir schon an die Fiberglasstäbe der Wurfstrandmuscheln denken, dann können wir das auch abschneiden. Das stimmt. Ne? Ja. Und das hat dann auch noch eine schöne passende Farbe dazu und fertig. Ich glaube, da hinten kommen irgendwelche Probleme auf.
Wir müssen hin. Komm. Ich wollte nur wissen, wie groß die Ecken. Wir kommen jetzt auf jeden Fall. Ich warte ja nur darauf, dass da hinten irgendwas los ist, weil wir haben jetzt den Schnitt der Tasche erklärt. Und wenn da jetzt keine Fragen mehr zu sind, dann hüpfen wir jetzt zu den Gästen. Sind keine Fragen mehr? Als Alternative wird hier übrigens noch der Stoff von Sonnenschirmen erwähnt. Sonnenschirmstoff? Ja, genau. Auch. Oder eine alte Markise, wobei Markisen sind auch, die sind ein bisschen dick. Aber wird gehen. Auf jeden Fall, klar. Sonnenschirme fliegen auch ganz gerne weg. Gehen kaputt, man setzt sich drauf im Eifer des Gefechts. So, genau. Es geht mir um die Ecken. Ja. So, genau. Oh, jetzt willst du den Schnitt? Nee, den haben wir besprochen. Es kommt keine Gegenwehr aus dem Chat, dann müsste alles klar sein. So, also ich mache das jetzt immer so. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir sie alle mitnehmen. Ja, genau. Wollt ihr so die Größe wissen? Also Nee, wir müssen jetzt erstmal einmal gucken, wo wir sind bei dir. Ute. Alles gut. Genau. Ute. Bitte drehen jetzt einmal. Ute, du hast so das ein oder andere Mal Unä schon geguckt. Ne? Und was willst du denn dann damit anfangen, wenn du dann sagst, jetzt fangen wir da an und keiner weiß, wo wir hin sind? Also eigentlich sind wir fertig. Ja. Ihr seid. Nein. Aber eigentlich sieht es schon nach Tasche aus. Auf jeden Fall. Also bitte, ja? Genau, also bitte. Also jetzt ist was Folgendes passiert. Wir sind immer noch beim Upcycling der Tasche. Ute hat sich entschieden, die hinten nackig zu machen. Oh, hier hättest du, da haben wir irgendwie, die Stichlänge nicht so ganz so richtig. Da haben wir irgendwas habe ich gemacht. Ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, Etikett ist hinten drauf. Hinten keine Laschi für den Trolleyhalter. Hier sind die Gurtbänder, danke, aufgenäht worden. Und vorne hat Ute aber gesagt, hier nichts da. Ich nähe auch noch das Schrägband auf, oben und unten, damit es schön aussieht. Etikett drauf. Reißverschluss reingemacht, das müssen wir gleich noch einmal kurz zeigen bei dieser Tasche. Und das auch angenäht vorne, deckungsgleich natürlich die Gurtbänder. Das sind auch keine neuen, die sind von der Firma Prim gewesen, in leichtem Grau. Da müssen wir noch einmal dran. Und, oh, da müssen wir noch einmal dran. Ja, weil hier ist was, ja, das vergessen zu nähen. Ja, ja, genau. Aber es macht nichts, dann kann ich wenigstens was erkennen. Ja. Denn dann seht ihr auch, dass es praktisch ist, wenn man die Tasche, die jetzt angenäht wurde, einfach hier unten noch mal einmal schön macht, dass die Schnittkanten schön sind und auch zwischenfasst, zwischen das hier. Ute, ist alles richtig gemacht. Das hast du extra gemacht, damit die Zuschauer mitkommen. Ich vergesse. Nein, ist alles schön. So, und haben wir unten das, oder hast du unten einmal, besser gesagt, das ganze Teil einmal genäht. Einmal zugenäht. Und deine Frage lautet jetzt wie? Weil ich muss die Menschen ja mitnehmen da ganz draußen. Genau. Jetzt sollen ja die Ecken raus. Also wenn du das gleich nachgenäht hast. Genau, das mache ich zuerst. Natürlich. Okay. Dann kommt was? Dann kommt die olle Ecke. Dann können wir jetzt die Ecke abnehmen. Ganz genau. Okay. Genau. Wir falten das jetzt einmal auf. Wie wir das übereinander Das müssen wir eben die Mitten finden. Genau. Ne? Das ist jetzt das Kniffligste an der Geschichte. Tolles ne? So. Auch da ist wichtig, dass einmal die Nahtzugabe zur einen Seite geht und auf der Rückseite zur anderen Seite. Ganz genau. Genau. So, und ich habe die jetzt insgesamt 18 cm, einmal 9 rechts, 9 links abgenäht. Ja. Und dafür eignet sich das große Geodreieck. Ich laufe, ich assistiere. Ja. Wir kommen sofort. Genau. Das war meine Frage. Ne? Genau. Wie viel Zentimeter? Genau, also weil mein Trolli eben diese 18 oder 19 Zentimeter tief ist. Du bist gerade noch bei der Tasche. Super. Also das gibt der Tasche auch einen gewissen Bügel Stand. Genau, das gibt so der Tasche auch einen gewissen Stand. Jetzt muss ich mal hier mich orientieren. Nee, das ist so heiß gewesen. Genau. Ich muss damit messen. Ich habe es schon niedriger gestellt. Eigentlich war voll Pulle. Sehr gut. Ja, ist auch bestimmt. Ja, das hatte sich aber dann schon so ein bisschen verschmort. Ja, nicht verschmort, aber es wälzt sich so ein bisschen manchmal. So. Ja. Saugen und blasen, dann passt das schon. Und dampfen. Bitte! Trude fragt, wird denn wohl noch das Einnähen des Reißverschlusses genauer gezeigt? Ja, wir machen jetzt gleich diverse Reißverschlüsse. Ja, ja, Trude. So, 18 cm. Genau, also 9 rechts, 9 links. Ja, das kriegen wir hin. Das haben auch alle verstanden. Noch, ja, denke ich mir. Das mache ich jetzt erst noch das Gurtband nochmal. Genau. Gurtband und dann die Ecke unten abnehmen. Genau. Supi. Jetzt haben wir die nächste Baustelle. Würde ich sagen, du müsstest nur vielleicht einmal hier rumkommen, dann kann die Kamera dahin. Und zwar,
Das ist jetzt die Tasche für außen, wo wir jetzt gerade waren. Genau. Und jetzt genau. Drehe ich sie einfach nochmal frech zurück. Ich weiß, genau. Jetzt kriegst du... Ah, ich sehe schon. Ihr habt das denn hier ganz mitgekriegt, weil die Sonja hat gemacht. Ja, es ist hier so. Es tut mir auch schrecklich leid. Jetzt arbeitet aber man selbstständig. Ne? Arbeit und dann auch, dann kommt Britta wieder um die Ecke. Ja, machst du nichts dran. Ja, das ist so bei ihr. Okay, gut. Also, ihr habt auch hier ein Stück, ein rechteckiges Stück, was eurer Größe entsprechen kann, die ihr gerne haben wollt, an der Tasche. Hier würde sie dann laut deiner Beschreibung so sein, dass sie gut hier zwischen die Gurtbänder passen würde. Genau. Okay, gut. Das haben wir schon mal erklärt. Gut. Dann wird hier oben mit, wie viel Zentimeter habe ich jetzt hier? Ich glaube, mein Chablonet, müssen wir mal gucken, das ist ja, was hast du hier genommen? 1,5, nicht ganz. 1,4 habe ich nicht drauf. Ein Zentimeter ist zu wenig. 1,4, 1,5. Genau. Ein entsprechendes Rechteck reingenäht mit etwas Abstand zur Seite. Und das hängt auch davon ab, wie groß ihr den Tascheneingriff haben wollt und wie groß auch euer Reißverschluss ist. Also solltet ihr noch einen etwas kleineren haben und trotzdem mit der Hand noch reinkommen, darf dieser Einschnitt, der Schlitz, genau, der Eingriff, auch etwas kleiner sein. Genau. Wichtig ist halt, dass es zu eurem Reißverschluss passt und im besten Fall natürlich zu eurem Restreißverschluss, den ihr irgendwo rausgetrennt habt oder der euch vor die Füße gefallen ist. Auf jeden Fall, man findet Reißverschlüsse, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann werden die Ecken hier eingeschnitten, wie bei einer Paspeltasche. Und dann geht es darum, wie dreht man das Ganze. Wir hatten auch gerade beide den schönen Knoten im Kopf. Jetzt, damit sich das nicht so dehnt, kann ich natürlich nur empfehlen, hier vorher eine Einlage reinzubügeln. Würde das halten auf dem Stoff? Warum oder nicht? Versuch macht klug. Ja, das gucken Bügeleisen war zu heiß, denke ich. Zu heiß? Ja. Ja, wir gucken ja. Da hast du ja wieder auf ich nehme jetzt gedrückt. Mal das 2 cm Kantenband. Okay. Das nehme ich jetzt einfach mal. Und das ist ja ein fadenverstärktes. Und ich mache jetzt erstmal eine Bügelprobe. Ich mache die Bügelprobe jetzt einfach mal. Es muss schon etwas heißer sein, weil wenn das nämlich nicht so heiß ist, dann klebt das nicht. Nein, dann ist auch das Wasser da drin. Also dann kann ich jetzt nicht mit Dampf bügeln. Und dann tropft das. Das wollen wir nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall immer das Bügeleisen mindestens auf Wolle, dass der Dampf auch wirklich durchkommt. Auf Synthetik wird der Dampf jetzt nur als Wassertropfen rauskommen, also kein Dampf entstehen. Hier ist eine Teflonsohle drunter, das heißt, es ist zwar heiß, aber nicht so heiß. Also es ist nett heiß, angenehm warm. Und jetzt bügele ich das Ganze noch mal einmal zurück an der Stelle und dämpfe das noch mal. Also ich schaue ganz kurz mal nach. Ja, du kannst, Rebecca. Genau, geh du einmal gucken. Du schaust. So, und jetzt hat sich das schon wieder so ein bisschen beruhigt. Wieder. Siehst du? Und wenn wir jetzt das mit dem Dampf noch verstärken wollen, dann können wir natürlich auch noch schön absaugen auf unserem Absaugetisch. So. Und jetzt lassen wir es mal ein bisschen auskühlen, denn das ist ja irgendwie Poly, weiß ich nicht was. Und das ist ja mit Hitze immer so eine Geschichte. Und wenn wir jetzt hier noch diese Einlage drüber bügeln und dann nähen würden, ist es natürlich immer noch ein bisschen stabiler, das Ganze. Jetzt hast du schon genäht und eingeschnitten. Ich bügele das jetzt trotzdem nachträglich noch mal einmal drauf, weil ich ja jetzt neugierig bin. Und ich bin hier wirklich, ich hatte hier doch Scheren liegen. Du kannst aber auch ruhig deins da hinten noch weitermachen. Wir kommen gleich wieder. Ja, nein, ich muss jetzt mach einmal. So, jetzt haben wir die eine Seite hier nämlich schon mal verstärkt und wir könnten jetzt natürlich nachgucken, wie lange man das aufbügelt, brauchen wir nicht, denn das haben wir irgendwie so, raus. Ach so, andere auch noch? Ja, klar. Ach ja, wenn wir es doch haben, dann nehmen wir es doch auch, gut. Oder? Ja, oder? Ja, natürlich. Gut. Wenn ich dich schon mal einmal hier habe, Sonja, wie lange nähst du schon? Weil du bist ja neu hier, ich weiß nichts von dir. Das ist immer schlecht. Ich bin ja neugierig ein bisschen. Also die letzten 6 Jahre nähe ich und habe dann früher, als die Kinder noch kleiner waren, vor den Kindern und als sie kleiner waren. Als sie älter wurden, kam man nicht mehr dazu. Ja. Da habe ich also mit 23 habe ich angefangen zu nähen, habe dann, weiß ich nicht, 10 Jahre genäht, dann 10 Jahre aufgehört. Und jetzt bist du wieder dabei? Jetzt bin ich wieder dabei. Sind die Kinder aus dem Haus? Genau. Ha, jetzt braucht man eine Beschäftigung. Ne? Ja gut, aber das ist doch schön. Und bist du gut wieder reingekommen? Ja. Und mit was nähst du?
gerne? Alles. Alles? Kleidung? Ja. Auch? Ja. Taschen? Alles durch ja, die Bank? Ja, Taschen eigentlich gar nicht so viel, aber nee, ich auch, ja. Aber ansonsten Kleidung. Was so kommt. Was so kommt, sehr genau. Schön. Die Ideen sind immer da, die Schränke sind voller Stoff. Aber und die Zeit. Genau. Ja, die muss man sich nehmen. Ja. Okay, wir schneiden das jetzt einfach nachträglich nochmal ein, denn wir haben das ja jetzt aufgebügelt. Besser ich oder du, ist auch vollkommen ja. egal, wer es getan hat. Das brauche ich eigentlich eine Schere, die bis in die Ecke schneidet. Und da bist du jetzt, du bist schon ganz unruhig neben mir, ich wollte gerade gucken, aber glaub, die ist auch nicht besser. Nö. Das ist auch meine für Papier und weiß der Fuchs was. Ich bin ja hier mal so ein bisschen nachlässig mit meinem Equipment. Ich habe gerade auch schon eine spitze Schere gesucht. Ich habe aber welche. Aha. Die liegt vielleicht nicht an deinem Platz, aber hier befinden sich spitze Scheren. So, die Ecken werden eingeschnitten und jetzt haben wir es schon mal etwas stabilisiert. Und vielleicht hilft dir das jetzt beim Umkrempeln. Und für alle, die das noch nie gemacht haben, eine Seite wird jetzt umgekrempelt auf die andere. Also durch das Loch. Durch das Loch. Guck mal. Ist gar nicht immer so einfach, das zu machen und zu sprechen und dann die Sachen zu finden in seinem Kopf, die Worte. So, dass ihr jetzt die linke Seite auf links habt. Also so einmal rüberziehen. Und jetzt wird das Ganze gebügelt. Aber für alle passionierten Taschennäherinnen ist das natürlich hier, ach, was erzählst du uns da, nichts Neues, ne? Aber vielleicht gibt es ja auch immer mal wieder Leute, die zuschauen, die das doch noch nicht kennen. Und das ist also die Technik, die die Katja hier für richtig befunden hat, um jetzt den Reißverschluss dann dahinter zwischenzufassen. Jetzt kann man natürlich da die Ecken noch alles ein bisschen nacharbeiten. Und wir gucken uns jetzt gleichzeitig aber mal an, wie das jetzt mit dem Ausdehnen ist. Darf ich auch noch was sagen? Auf jeden Fall. Sagen, jetzt also ich ja eigentlich in erst einmal genau. ausbügeln. Nee, ja. Genau, ausbügeln. Ich wollte einmal gucken. Und dabei ist mir das gerade etwas... Nein. Okay, gut, dann bügeln wir erst aus. Verstärken Sie den Boden noch. So, wir bügeln erst aus. Es ist ja auch richtig. Jede Naht wird erst einmal ausgebügelt und dann erst rumgedreht. Aber durch die Verstärkung, glaube ich, haben wir ja, da schon mal einiges besser, wieder genau. Gerettet. Wenn die natürlich noch einmal festgenäht ist, jetzt will es nicht auseinander hier. Aber giftig gerade. So. Jetzt wird es richtig schön. Nachdem man es verbügelt hat, auf jeden Fall. Nimmst du gleich die andere Seite. Nein, es geht gleich wieder weg. Nein, das geht weg. Genau. Also der Stoff, der lässt sich ja auch super mit dem normalen Füßchen nähen, oder? Oder nicht? Oder hättest du lieber ein Teflonfüßchen? Nee, also bisher keine Probleme. Keine aber Probleme. Das waren ja auch jetzt meine ersten Nähte. Ich hatte ja vorher nur den... Ach, du hattest den Baumwollstoff. Genau, den Baumwoll. Genau. Aber Katja, hast du beim Nähen von diesem Material einen Teflonfuß benutzt? Nein. Brauchen wir nicht, ich habe auch gar keinen für meine Nähmaschine, muss ich sagen. Ja, da habe ich nämlich auch geguckt bei den Yuki-Maschinen und musste auch was feststellen. Das sage ich jetzt gleich, wenn ich fertig bin. So, also, du kannst jetzt... So wäre es jetzt. Ich weiß nicht, ob dir das ausreicht oder ob dir das nicht ausreicht. Der ist nicht so ganz schön geworden, die Ecke. Aber das aber ist egal. Aber du kannst das die nacharbeiten. Okay. Du kannst das, ich rutsche gleich wieder weiter weg. Also es ist, für mich ist das kein Problem. Ich habe das nur einmal vorgebügelt. Du darfst jetzt nacharbeiten. Dies ist die schöne Seite. Nee, hier ist es doch schon. Ja, da ist schön. Guck mal, hier ist ja eh so ein bisschen schmutzig. Also von daher ist das die schöne. Aber auch, hier hat auch schon einer drauf getreten. Okay. Und jetzt... wird dann der Reißverschluss hier untergesteppt. Und das können wir dann gleich noch mal einmal zeigen, wenn du das machst. Und dann möchte ich euch natürlich bitten, dass wenn ihr über diese Raupen näht, und das sind jetzt Plastikraupen, und solltet ihr Metallraupen haben, meine Lieben, dann müsst ihr natürlich ganz extrem langsam nähen und vielleicht auch mal mit dem Handrad gucken und nicht so Gas darüber machen, denn wir haben normale 80er Nadeln drin. Also schön langsam nähen und dann hier einfach das Ganze einmal verstürzen. Okay. Da können wir aber gleich noch mal drüber gucken. Aber das ist nicht meiner. Ja, das ist der falsche. Ja. Ja. Von Evelyn kommt. Oh nee! Liebe Britta, hab in Stunde 1 im Nähkurs gelernt, Stoffschäden sind nur für Stoff und bekomme ein Bändchen an den Griff geknotet. Und ich kann mich hier an jemanden erinnern, der auch immer seine Stimme erhoben hat, sobald man eine Stoffschere für etwas anderes verwendet hat. Ja, natürlich.
Ich kann mich auch erinnern. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst und noch nicht eingeschlafen seid. Liebe Regie, kommt noch einmal. Oh, nee. Ja, ja. Oh, nee. Ja, ist auch so. Haben wir es jetzt. Ja, also dankeschön. Jetzt nicht so, ne? Nein, nein, ist schon klar. Ich wollte noch was zu Teflonfüßchen sagen. Ja, klar. Es ist dann wilde Diskussion entbrannt. Aber wir müssen gleich zu den Reißverschlüssen noch was sagen, weil die Trude wollte nämlich wissen, dass die ordentlich eingenäht werden. Da bleiben wir auch bei. Aber was ich noch zu den... Ich wollte noch was sagen. Hallo. Und zwar Teflonfüßchen eignen sich natürlich ganz hervorragend, wenn man sie dann hat. Und die lohnen sich auf jeden Fall, wenn man solche stumpf, glattes Material, wie zum Beispiel eine Plane vernäht, die jetzt zum Beispiel so eine LKW-Plane oder so, dann rutscht das Ganze nicht ganz so geschmeidig wie doch eher dieses gewebeähnliche Material, was wir hier vernähen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Zubehör, das Sonderzubehör, das Zubehör für die DX, nee, NX7 und die UX8 dieses Füßchen nicht beinhaltet. Da ist ganz tolles Material bei, kann man sehen, ne? Füßchen über Füßchen. Aber falls ihr euch in so eine Taschenproduktion begeben wollt, braucht ihr leider entweder das Zusatzpaket oder ihr müsst euch einzeln kaufen. Das wäre das Objekt der Begierde. Außer ich rede Quatsch, aber ich habe da kein Teflonfüßchen drin gefunden. Ja, liebe Firma Yuki, überlegt mal. Okay. So ein Teflonfüßchen ist nämlich schon mal nicht falsch. Also man kriegt das, ist ja außer Frage. Aber bei diesen tollen Maschinen würden wir uns das wünschen, oder, Ute? Ja, eigentlich ja. Was sagst du denn zu der UX8? Du hast deinem Mann schon gesagt, komm mal her, Schatz, komm mal gucken, oder was? Wie war das gerade? Wie war das gerade, eure Konversation? Dass man das eigentlich nicht braucht. Was braucht man nicht? Hat er gesagt? Ja, ja. Boah, Vorsicht, Rainer. Ja, also ganz ehrlich. Also. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das braucht man nicht, hat er gesagt. Ja. Mann, aber Frau, genau. Also wenn man dann immer schaut, also bei meinem war es letztens auch so, der hat auch wieder gesagt, brauchen wir das alles? Und dann bin ich mit ihm in den Keller gegangen und habe gesehen, eine Bohrmaschine, noch eine Bohrmaschine, ein ja. Akkuschrauber, noch ja. ein Akkuschrauber. Ja. Ein Stemmeisen, ja, gut, eine Kettensäge. Das ist wieder, aber ich sag, du brauchst mit mir jetzt nichts diskutieren über diese Sachen. Nicht wirklich, oder? Nein. 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 Erst wenn die Anzahl der Geräte vom Keller und dem Nähzimmer übereinstimmt. Das kann gar nicht sein. Aber dann Nein. könnte man anfangen mit der Diskussion. Ja, aber so. Die Diskussion steht dann nie. Ja, aber... Nur so als Tipp für alle, die sagen, oh, hätte ich gerne. Genau. Ab und zu mit dem Mann im Hobbykeller gehen. Genau, ich würde es erst einmal annehmen. Ja, genau, dann kriegst du das besser rein. Sehr schöner Tipp übrigens an dieser Stelle. Gefällt mir sehr gut, außerordentlich gut. Also, ihr seid jetzt beim Reißverschluss. Erklärt ja, ja. einmal, weil die Trude wollte ja. wissen, wie der lange Reißverschluss ja. geht. Und dann, Sonja, bevor du den kleinen einnähst, kommen wir auch eben bei dir gucken. Hast du noch was anderes aufzunähen? Ja, ja. Ich suche mir was. Okay, du suchst dir was, das hört sich gut an. Du kannst ja schon mal, wenn du magst, das Futter, die Futterteile ja, ja. mit einer Wendeöffnung zusammennehmen. Genau, super. Genau. Ach, das kriegen wir hin. Okay. Aber am besten an der Seite die Wendeöffnung lassen. Ja, also das sind ja die Stege, die wir jetzt zugeschnitten haben. Diese in dem Fall 60 cm, gleich wie die Tasche, weil wir ja dann auch wieder rechts und links eine Nahtzugabe haben. Genau. Wir haben das jetzt einmal so ein bisschen eingesteckt. Sie näht es jetzt einmal großzügig an, wie anheften, und danach legen wir das zweite Teil drüber, nähen hier einmal mit einem... Ah, das machen wir erstmal einmal. Genau, und 1 cm an, nähen mehr oder minder rechts auf rechts und nähen wie ein U ab. Das machen wir gleich. Genau. Also du nähst eine Hilfsnaht einmal, ja, genau. Ute, das mach ist ich. Auch immer genau. ganz gut. Ich zuerst. Genau, die Ute näht jetzt einmal und dann, Hilfsnaht. Wenn du das andere genäht hast an der Stelle, ne, dieses U genäht hast, dann sagst du uns noch mal dann eben. Dann sag ich genau, dann schalten wir einmal. Okay. Genau. Schön. Danke. So, aber jetzt geht's weiter. Achso, der darf ich hier, das war Utes Beutel. Alles gut. Ja, Frage. Die Sabine, nicht unsere Sabine. Ja, wessen Sabine auch immer. Liebe Grüße, Sabine. So, wie bekommt man den Reißverschluss denn zwischen die Lagen, die den Schlitz bilden? Nicht zwischen, dahinter. Dahinter. Es wird nichts... In die Kamera, ich muss das nicht wissen. Achso, ich habe gedacht, du schreibst ihr das jetzt. Nein. Wir reden direkt... Sprich sie direkt an. Okay, Sabine. Nein, es wird nicht dazwischen genäht, sondern es wird dahinter genäht. Es ist nur dafür, also dieses Verstürzen ist nur dafür da, dass dieser Schlitz schön ist.
Machen wir gleich. Wir kommen da noch zu. Genau. Brauchte vielleicht doch einen Reißverschlussfuß. Jetzt geht mir nicht nah genug da dran. Aber auch nicht, wenn wir die Nadel verstellen. Hab ich doch ganz. Pass auf. Pass auf. Ja. Hast du verstellt, sehe ich. Ja, aber ich muss kramen. Warte, warte, warte. Ja, 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 ja. Das ist übrigens zu weit weg. Eine also Ergänzung von Annette. Ja, fürs Heften, ja, aber nicht für das, für diese Hilfsnaht reicht es auf jeden Fall. Ja, aber nicht fürs. Ja, ja. Annette. Dann mache ich das erst. Ja. Genau. Okay. Bei der DX7 ist das Teflonfüßchen. Teflon übrigens ein geschützter Markenname. Ja, super. Also das Anti-Haft-Füßchen. Füßchen oder Gleitfüße, keine Ahnung. Umschreibung für geschützten Markennamen. Da Füßchen. Ist es dabei, bei der DX7. Bei der DX7 ist es wohl im Lieferumfang enthalten. Echt? Das stimmt tatsächlich. Ja, dann, ja, liebe Firma Yuki. So, ich habe ja gesagt, Sie sollen es überdenken. Habe ich gesagt? Überdenken habe ich ja. Ich habe nur, dass ich mich gewundert habe. Ich habe mich gewundert. Habe ich getan. So, ich stelle jetzt dieses wunderbare Supersortiment hier hin und gebe dir jetzt aus dem Supersortiment das Reißverschlussfüßchen. Okay? Ja. Jetzt zu weit hier rüber. Das gefällt was denn? Mir nicht. Das ist mir zu weit. Ja. Das sollte eigentlich bis da dran. Also, sollte bis dran. Okay, ja, dann das, einmal nochmal. Ja, das bringt da, mich dann nichts. Mach weg. Ja, 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 ich mach das jetzt genau, auf. Und dann kannst du es sofort einsetzen. Ja, das ist besser. Wie das geht, weißt du? Einfach hinten ziehen. Auf den schwarzen Nupsi drücken, dann fällt es runter. Okay. Und dann musst du wissen, ob du rechts oder links das einsetzen willst mit dem Steg. Dann musst du. Ja, mach ich so. Das weißt du, ne? Ja. Mit dem Runterlassen hinten. Ja. Jetzt, und Nadel verstellen ist ja bei der UX8 für Dummies. So, warte, ne? Das jetzt wieder runter, da muss ich... Du musst einmal hoch und dann wieder... Ach so, dann, einfach dann hoch musst und in runter. Die Mitte. Warte, du musst es... In die Mitte. Also, du musst die Nase da finden. Warte, ja, ja. Stopp. So. Mach jetzt erst einmal, dann nimm mal weg das Füßchen. Die geht ja noch nicht so. So, ich mach einmal den Transport weg. Ja, so das jetzt. Das ist einfach. So, und dann muss das hier, ne? Richtig, in den Steg. Ja. Perfekt. Sind wir richtig drin? Ja. Ich glaube nicht. Doch. Aber du kannst okay, ja gut. Die Spule drin lassen. Lass es. Ja, ist gut. Und das mache ich jetzt doch. Unten ist ja... Siehst gefällt mir nicht. Siehst es ja nicht. Nee, ich glaube, es ist falsch drin. Warte mal. So rum. So wenn du den Reißverschluss einnähst, dann sind wir da. Ja. Aber mach erst deine Ecke zusammen. Ich brauche nur eben noch. Genau. Ja gut, jetzt muss ich eben noch hier einmal hoch. Auf jeden Fall. Während du jetzt einmal raufnähst, nutze ich noch die Gunst der Stunde. Ein schwarzes Garn? Ein Oberfaden? Natürlich habe ich schwarzes Garn. Ich hole auch schwarzes Garn. Ja. Dann ist es hier fertig und dann kommen wir gleich wieder zu Rebecca. Ich hole schwarzes Garn. Pausenmusik. Schwarzes Garn. Einmal schwarzes. Wo ist auch ein schwarzen Unterfaden, ne? Schlecht, wir haben eine Grau immer noch drin gelassen. Ja, keine Ahnung, ich gehe mal gucken. Ich laufe immer wild durchs Studio und guck mal, ob wir Glück. So, bei der muss ich jetzt gucken. Mhm. Passt. Passt noch, aber dann. Ja, aber das musst du jetzt nur hier. So, einmal schwarz. Vielen Dank. Bitteschön. So, jetzt sind wir hier. Du musst noch die Tasche unten abnehmen. Oder willst du das einnehmen? Ich würde das jetzt. Ja, super. Okay. Das heißt, wir sind jetzt an der Stelle. Wir haben das jetzt gerade gebügelt, besser gesagt, Sonja hat es gebügelt, ist auch egal, wer es gebügelt hat. Wieder, jetzt setzt du wieder das Reißverschlussfüßchen ein. Ja, okay? Denke ich. Mhm. Ja, jeder so, wie er meint. Ich muss mir schon überlegen. Ja, ja, da bist du auch frei, ne? Ja, ja, aber Reißverschluss, also ist schon schön. Wie nimmt der das jetzt nochmal? Ich würde das mit dem, mit der Hand. Genau, einmal hoch. Und jetzt runter. Und das, genau, das wird vorne nicht hinten eingesetzt. Das wird in diesem Steg eingesetzt. Okay. Okay, ist ja nicht schlimm. So, jetzt haben wir das ja gebügelt und der Reißverschluss wird einfach nur dahinter gesetzt. Genäht, genau. Jetzt kann man natürlich noch 2-3 Nadeln stecken, wenn man jetzt nicht ganz so gut nähen kann, dass der Abstand hier gleich ist. Aber letztendlich geht es dann hier um diese Kante rum. Genau. Katja, hast du noch einen Tipp, wo man anfängt? Vorne, da, wo der Zipper ist oder hinten? Oder nein, ist das aber ich egal? Würde jetzt einfach nicht hin und zurück nähen, also nicht verriegeln, sondern ich würde jetzt einfach irgendwo hier unten anfangen, rundum nähen und dann so 4-5 Stiche drüber nähen, das ist dann meistens schöner, wie wenn du da 2-3 Mal verriegelst und das gibt dann so einen dicken Knubbel. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Was hast du denn hierzu noch zu sagen? Ja, das, also ich habe jetzt nur gedacht, damit es heute einfacher wird, habe ich mir so eine Schablone gemacht. Genau.
wie Inge das immer schön macht, mit ganz dünnem Schmirgelpapier oder ganz feinem Schmirgelpapier. Das gibt es dann auch gleich neben dem Akkuschrauber meistens, ne? Nee, das also habe ich mir Schublade jetzt separat weiter gekauft. Okay. Ich extra, irgendwann habe ich gesagt, und die sind mir. Aber genau diese 180er, genau, 150er, oder, genau, ja oder sogar nach 200er, genau. Gibt ja noch, genau, und dann habe ich das jetzt einfach ausgeschnitten, schönere, genau passend, von oben und von der Seite, weil ich ja wusste, was wir zuschneiden. Mhm. Und dann kann man das so schön auflegen und dann fängst du an und zeichnest, ich habe jetzt den, hier. Und dann zeichnest du praktisch hier innen drin das rum und dann kann das gleichzeitig nicht verrutschen. Das brauchen wir gar nicht anzeichnen, wir haben das einfach festgeklammert. Und dann drumherum genäht. Und dann innen reingenäht. Das ist eine gute Idee? Ja, super. Gut, klar. Okay, also du hast noch nicht mal gezeichnet, dass es verrutscht, sondern nee, dadurch, dass das ja dieses... Weil das ja relativ satt sitzt. Mhm. Es sitzt satt, das hört sich super an, das finde ich großartig. Okay, supi. Genau. Dann gucken wir dir jetzt über die Finger. Das wollte ich gerade wissen. Ja, ja. Also wir gucken da gleich nochmal. Wir gehen zu Rebecca. Man muss es auch so verstehen, dass wenn jemand hier neu ist, dann ist es auch so eine schöne Erfahrung, die man machen kann. Und wenn dann natürlich zwei um einen rumstehen, plus das ganze Kamerateam, kann dann schon mal so ein bisschen nervös werden. Rebecca, du bist nicht nervös, ne? Im Moment geht's noch. Du bist die Ruhe selbst. Wir wollen dich alle sehen. Hallo. Okay, du hast jetzt... Oh, ja. Wo du da gerade schon am Tisch sitzt. Eli Schmidt schreibt, viele Grüße an Rebecca. Vielen Dank. Grüße zurück, lang her. Ja, guck, so ist es. Ja. Trifft man sich im Chat und im Internet wieder. Ja. Verrückte Zeiten. Okay, du kommst gut durch soweit. Genau, mit den Außentaschen, mit dem tollen Band. Ich habe... Eins quer noch gemacht. Ja, super. Ich finde das nämlich cool so. Ja. Und mache nachher noch die Reißverschluss für oben dann. Die machst du doch noch aus dem Material, ne? Genau. Okay, gut. Jetzt, genau, du hast es hier schon feste genäht. Das hier oben hast du verstürzt, gegengenäht. Also jetzt, damit das schön fest ist. Ne? Da gibt es dreimal. Das sind drei Lagen. Okay, dann müssen wir das noch mal einmal sagen. Also zwei Lagen und drei, damit dann hinter das auch wirklich schön stabil ist. Ja, insbesondere... Wie bei der Tasche, weil sonst der Abschluss oben ja auch so scheußlich ist. Nee, du brauchst es ja auch, weil du es einmal verstürzt für den Reißverschluss. Und als Tasche nutzt. Und du brauchst ja eine Rückseite von der Tasche. Genau. Sonst wird's nix. Also drei Lagen brauchen wir. Das brauchen wir dreilagig, genau. Supi. Die andere zweilagig. Hast du das benutzt? Ja, habe ich. Hast du benutzt? Ich liebe es. Du liebst es. Also du brauchst, gerade für Reißverschlüsse. Um deine Reißverschlüsse zu fixieren, nimmst du halt immer so ein Haftband dazwischen. Genau. Für die Applikation habe ich auch eins quer drüber gemacht, damit es auch nicht rutscht. Genau. Das ist so deins. Es hilft. Das ist auch super. Hattest du Probleme mit der Nadel? Nein, bis jetzt geht's. Dass die irgendwie verklebt oder verschmiert war? Mhm. Da wollte ich nämlich nochmal drauf eingehen, denn ich weiß ja, du kannst ruhig weiternähen, dass viele, um sicher zu gehen und auch Anfänger natürlich, gerne dieses Klebeband benutzen, um Sachen zu fixieren. Und wenn... dann manche Nadeln streiken, gibt es von Schmetz extra die Super-Universal-Nadel. Und zwar hat die eine extra Anti-Haft-Beschichtung, dass so etwas mit diesem Verkleben und so nicht mehr so ganz unbedingt extrem passiert. Aber wenn sie es jetzt nicht gebraucht hat, die Rebecca, ist das natürlich umso schöner. Aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass es das gibt. Du nähst jetzt da weiter. Und ich nähe weiter. Jetzt gerade auf an der Stelle, weil da ist ja Schluss. Genau, da ist Schluss. Weil schön verriegeln, ne? Da genau, habe ich schon gemacht. Super, okay, gut. Geht gut mit der Maschine. Genau. Ja, die DX5 kann gut verriegeln von Yuki. Da bin ich schon mal froh. Da habe ich jetzt gar nicht reingeguckt in das Set, ob da, ich glaube, da weiß ich nicht, ob ein Teflonfüßchen dabei ist. Hat irgendjemand im Chat die DX5 und weiß, ob da ein Teflonfüßchen bei ist? Die DX7 haben wir ja gehört, da ist jetzt ein. Da war nichts da bei. War nichts aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hier nicht alles durcheinander crosse. So. Da sollte man nicht, also da sollte, das kann auch von der anderen sein. Weißt du, das ist bei mir immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, was zusammenpasst, wird passend draufgesteckt. Also da bin ich ja auch ein bisschen flexibel. Und solange die nicht mucken, die Teile, stecke ich einfach alles dahin, wo ich meine, dass es richtig ist. Schnell wieder zu. Irgendwann kriege ich Schimpfe. So, gut. Was wollen wir noch machen? Die anderen, ihr seid soweit gut aufgestellt. Ja? Ja, ihr nennt fleißig vor euch hin. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle schwierigen Teile, so richtig schwierigen Teile auch gut erklärt, oder?
Doch, denke ich mir schon. Der Rest ist ja dann relativ einfach. Das sind ja alles nur rechteckige Rechtecke. Ich wollte noch, bevor ich auf die Frage eingehe, noch einmal zeigen, wie du das meinst. Na, wenn man den Reißverschluss hier unternäht, so, also das heißt, man sieht ihn hier von der linken Seite. Ja. Und nicht so dick verriegeln hin und her, sondern 2-3 Zentimeter einfach über die Naht hinaus. Genau. Das war das, was du sagen wolltest. Genau. Okay, Martin. Du hattest eine Frage bezüglich einer Yuki-Maschine gestellt. Ja, die DX5. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Eli Schmidt sich genau darauf bezieht mit Ja ist dabei. Jetzt echt? Okay, ich muss in der Bedienungsanleitung suchen. Also dann wundert mich das ja umso mehr, dass in der DX-Serie jetzt hier mal das dabei ist und in der NX-UX-Serie nicht. Jetzt habe ich was zum Nachdenken heute. Ich kriege auch einen Anruf von Matthias, dass ich Quatsch erzähle. Dann bitte in die Facebook-Gruppe schreiben. Ich nehme Abstand dann von dem, was ich gesagt habe. Gut. Aber ich habe es nicht gefunden. Also ich habe es nicht, ist auch egal. Gut. Die Frage ist, ob die Maschine... Ah, Nachricht zurückgezogen. Okay. Nachricht zurückgezogen? Wir warten noch. Bei der DX5? Ja, ich hab's. Aber wir warten mal ab. Ist auch nicht so wild. Also man kann es ja auch einzeln erstehen. Okay. Oder vielleicht geht Yuki davon aus, dass die Maschinen so gut sind, dass man gar keins braucht. Definitiv dabei. Ist dabei? Sie hat nochmal nachgeschaut, ja. Na, danke. Na, dann noch mehr Mecker. Okay, gut. Um das jetzt nochmal hier zu zeigen. Ja. An der Stelle. Wir haben ja jetzt hier die Laschis, die jetzt schon gerade genäht wurden, auch als U und auch als U wieder verstürzt wurden, was die Ute jetzt... Ute, bist du mit deinen Us fertig? Bitte? Nein, noch nicht. Noch nicht. Du bist noch mit deinen Us noch nicht fertig. Nein, also ist okay. Gerade am Nähen dran. Am Nähen dran, ja. Dann hast du die hier zwischengefasst oben, zwischen also Futter und... Also ich habe es dann erst... Also du hast es an den Außenstoff angenäht? Nee, also ich habe es dann mehr oder minder, wie wir es jetzt auch gemacht haben, also die... wie soll man das erzählen? Das ist ja das, was man jetzt hier sieht, ist ja nur abgesteppt. Ja, das sage ich ja. Deswegen, genau. Du hast es zwischengefasst, wie den Reißverschluss praktisch, und Mitte. Dann einmal genäht und dann rausgezogen. Genau, dann habe ich es gewöhnt und dann zieht man es raus. Genau. Ja, also das ist auch, das kriegt ihr alle hin. Ja, wir haben natürlich. Noch, wir haben ein neues Projekt noch mit euch vor. Du hast noch ganz viele andere schöne Schnittmuster und Ideen. Genau. Wo ist es? Weiß ich nicht. I'm totally verwirrt. Nein, hier ist es. Aha, ja, genau. Für die Reisefreudigen. Genau. Für die Reisefreudigen. Findet man natürlich auch einiges im Netz an Schnittmustern. Habe das dann so angepasst, wie ich es jetzt haben möchte oder ich es brauche. Und habe dann eben auch nochmal diese Pavillonplane genommen und eine alte Jeanshose, glaube ich, eine dünne, genau. Und habe das dann so gemacht, was wir gerade diskutiert haben, was nicht so schön geworden ist. Das sind ja eigentlich nur diese... Klarsichthüllen. Diese das ist diese zum, wie heißt es hier, zum Verkleben? Was? Zum, hä? Genau, danke. Laminierfolie. Danke, das Wort. Laminierfolie. Genau, ich habe das einfach einmal ohne irgendwas durchgelassen, genau. Ja. Aber natürlich beim Umwenden, ne, beim Drehen. Beim Drehen der Tasche. Beim Drehen der Tasche, da bricht das, so ein, oder es bricht nicht, aber es ist nicht schön, sage ich jetzt mal. Das werde ich also bei der nächsten Tasche, die ich jetzt schon zugeschnitten habe, werde ich das ein bisschen anders machen und werde die dann direkt, also ich bin noch nicht ganz so weit, würde das aber dann am Schluss einfach einmal aufnähen. Okay. Ne, also dass es nicht mitgewendet wird. Gut, so eine Dokumententasche ist für dich auch als reiselustige Frau wichtig. Genau, ich finde das schon, gerade wenn wir jetzt, wir brauchen ja die Impfausweise wahrscheinlich, werden die uns ja noch ein bisschen begleiten, genau. Und je nachdem, wo man hingeht, braucht man auch nochmal einen Reisepass. Ne? Das stimmt. Genau. Und deswegen hast du das dann jetzt hier einmal verwendet. Genau. Und das ist ein Free Schnittmuster. Ja, das aber Netz. Das habe ich mir dann selber, ich habe dann mit meinen Sachen, die ich brauchte, hatte ich mir jetzt nur so ein bisschen Ideen geholt und genau, das selber gemacht. Das sind ja letztendlich auch Rechtecke, die ein bisschen abgeschrägt sind. Da gibt es jetzt auch keine großartige Vorgabe. Ich einmal kurz. Also diese Diskussion mit den Füßchen und bei welcher Maschine die dabei sind, die geht ja noch weiter jetzt. Oh.
Sag mir, wenn du genug Zeit hast, dass ich das alles vorlesen soll. Annette hat eine sehr komplette Auflistung für die DX5 gemacht. Danke, Annette. Liebe Grüße in den Harz. Soll ich es vorlesen, Annette? Nein, alles gut. Also okay. wer Interesse hat, sich Annettes Ausführungen anzugucken, die sind mit Sicherheit richtig, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, der kann natürlich den Chat, wenn man unter unserem YouTube-Videos guckt, gerne auch immer noch mal nachlesen. Das mache ich auch zwischendurch mal. Das ist übrigens ein schöner Hinweis, dass ich jetzt noch was machen möchte. Das mache ich jetzt auch gleich. Nachdem ich euch die Maße gesagt habe, also das sind so ungefähr 25 Zentimeter. Genau. Und die Länge von deiner Dokumententasche mit den Abschreibungen sind ungefähr 44. Ach, hast du aufgeschrieben schon? Ja, bestimmt. Egal. Ja. Auf jeden Fall hast du dir das so gebaut, dass es deinen Maßstäben entspricht. Genau, jeder macht das, wie er mag. Genau, und hier hast du noch ein Style Wheel, Deko Wheel Light hintergebügelt. Genau, weil das ist ja in dem Fall habe ich ja jetzt, weil ich jetzt ein bisschen knausrig war, sage ich mal, mit der Plane, habe ich jetzt eben ein altes Kopfkissen. Das ist so ein... Ja. Das ist so eine ganz fantastische Qualität natürlich. Großartig. Von, also alleine. Von 1950 wahrscheinlich, also über 1960. Alle, die sowas noch zu Hause haben, das ist pures Gold. Ja. Bitte, nicht wegtun. Nein. Verarbeiten. Insbesondere auch färben, noch bestickt. Ja, und mit den Monogrammen ja, mit den also nicht meine, aber ja, immer aber noch, genau. Auf keinen Fall wegtun. Genau, auch... Grüße nach Freiburg und Freundin meiner Mutter, die ausgemistet hat. Großartig, bloß nie wegtun. Sollte irgendjemand noch so eine Haushaltsauflösung haben, bitte, 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 nie wegschmeißen. Genau. Okay, du nähst noch ein bisschen weiter. Ja. Man kann auch, glaube ich, noch so eine Folie reinmachen, damit man das nicht auslesen kann oder nicht. Ich bin da okay, auch also so, das weißt du, das jetzt nicht. Na, genau. So pingelig sind wir gerade nicht. Nein. Aber ich habe noch eine schöne Idee. Während jetzt alle hier so schön nähen und wir gerade über diese ganze YouTube-Geschichte geredet haben, jetzt stehst du hier vorne. Liebe Ute, bleib mal bei mir. Oder mach weiter, ist auch gar nicht so wild. Würde ich natürlich noch gerne darauf eingehen, was da so alles passiert auf unserem YouTube-Kanal. Da kann man uns nämlich nachgucken. Für alle, die heute nicht live dabei sind, jetzt nochmal ein ganz großes Lob an alle, die tatsächlich live gucken heute bei dem schönen Wetter. Ihr kriegt von mir ein extra Küsschen zugeworfen. Und die, die vielleicht im Dunkeln gucken... Ja, auch. Ihr kriegt nur so ein Händchen, aber ich freue mich natürlich, dass ihr trotzdem nachschaut. Okay, unter unserem vorletzten YouTube-Stream, und zwar die Kuschelwerke Australien, hat die Maya Kula nämlich einen ganz tollen Kommentar geschrieben. Und Jan, ich bitte, das mal einmal einzublenden. Wo befindest du dich jetzt gerade? Auf der Kanalseite. Genau, auf und YouTube. Und unter der Rubrik Uploads findet ihr die neuesten Uploads. Und du willst jetzt hier hin. Die Kuschelwerke. Kuschelwerke für Australien. Mhm. Bitte. Und dann kann man sich den Stream nochmal angucken und man kann auch gleichzeitig an der Seite noch den Text lesen, also den Live-Chat lesen, wer mag, und die Kommentare da unten drunter. Und da hätte ich gerne den Kommentar von der Maya Kula. Ja. Denn die hatte eine tolle Idee. Der ist ein bisschen weiter unten gewesen. Ja, der war irgendwo in der Mitte. Die sind alle sehr pfiffig unterwegs. Da ist übrigens die Annette, die auch wieder weiß, dass alles waschbar ist. Da ist die Maya. Okay. Kannst du lesen oder soll ich vorlesen? Ich kann das lesen, aber du kannst auch vorlesen, weil ich habe schon genug gequatscht. Okay, Maya Kula hat einen Kommentar abgegeben. Helfen, recyceln und unterhalten. Danke euch allen. Ich könnte aus den noch gesammelten Betttuchmasken Aufhänger für den Hängebeutel nähen. Dann hätten sie tatsächlich noch einen Sinn. Müsste nur die Größe wissen. Liebe Grüße. Genau, die Antwort wurde auch geschrieben. Und ich habe jetzt hier noch stellvertretend für all diese Masken, die mal genäht wurden, von Leonid Matthias noch eine Weihnachtsmaske. Und wie gesagt, den kleinen australischen Beuteltieren ist das völlig egal, welches Motiv da drauf ist. Und diese Weihnachtsmotive sind ja auch schön. Wir werden sie wahrscheinlich in der Form nicht mehr brauchen. Aber vielleicht fliegen sie noch in euren Schubladen rum. Und diese kleinen Sachen lassen sich wunderbar noch zu anderen Sachen upcyclen, recyceln, wiederverwerten. Also auch die nicht wegtun, sondern in die Sendung noch mal reingucken für die Kuschelwerke. Die brauchen kleine Aufhänger und die kann man super dafür verwenden und noch mal eben schnell abnähen. Dann hat das alles noch so seinen Sinn. Und wir wollten noch in der letzten Sendung gucken. Genau, das machen wir jetzt. Mhm. DIY-Schneiderpuppe, letzte Sendung. Tja, ich lach mal so laut, letzte Sendung. Genau. Die müssen noch gefüllt werden. Also mit Papierschnipseln füllen, Mädels und Jungs, ist nicht. Also das wird dann echt wirklich viel zu schwer. Und auch nur mit Stoffresten zu füllen, ist auch viel zu schwer. Also wir müssen eine Mischung machen.
So, kommt ich suche mal eben Sonjas Kommentar. Ja, genau. Sonja Scheer war das, oder? Ja, so ähnlich. Manchmal weiß man auch nicht, wie man euch aussprechen soll, ihr Lieben. Egal, wir geben uns Mühe. Findest du? Ah, ja, Sonja, da ist sie. Es gibt auch so Schneiderpuppen, die am Körper abgeformt werden. Das würde mich auch sehr interessieren. Das ist halt mehr Basteln als Nähen, aber man muss dazu mindestens zu zweit sein. So, liebe Sonja, du bist gemeint. Komm doch einfach mal zu uns. Insgesamt 18. Ich mache auch gerne so eine Sendung, okay, wo wir mit diesem Tape um einen rumkleben und das dann hinterher aufschneiden und da rumbasteln. Die Alicia hat das mit ihrem Cosplayer auch schon so ähnlich angedeutet. Ich mache das alles gerne. Aber nach wie vor lebt diese Sendung von euch, nämlich von unseren Zuschauern. Und je mehr kommen, desto schöner ist das. Wir dürfen uns wieder alle mehr treffen, alle unter den gegebenen Schutzvorkehrungen. Und ja, immer hereinspaziert, liebe Sonja. Eine Sonja habe ich schon hier. Ich würde mich freuen, eine zweite Sonja begrüßen zu dürfen. Immer schön melden über alle sämtlichen Kanäle. Eine Sendung voll mit Sonjas. Nur Sonjen, meinst du? Sonjen, ist der Plural Sonjen? Ja, ich denke schon, dass der Plural Sonjen ist. Also ich glaube, hier wird das gerade eingeblendet. Findest du nicht jetzt Sonjen? So wie Minion? Doch, klingt eindeutig. Das klingt verdächtig logisch. Ja, ist mir gerade so. Ich habe auch kein Argument dagegen. Nee, ist aus mir rausgesprungen einfach. Sonjen. Man weiß es ja nicht. Hört sich auf jeden Fall positiv an. Ja, wie hat die Katja noch so ein Objekt genäht? Also aus dieser Plane, ganz ehrlich, da kannst du allen möglichen Quark nähen. Das ist wirklich fantastisches Material. Ja. Und die gibt es ja jetzt auch nicht nur in so einem schönen Beige, die gibt es ja auch in Rot Blau. Und in Türkis und so, genau. Und in Blau. So, also nicht, dass ihr jetzt beim nächsten Sturm extra das Ding draußen stehen lasst. Ne? Also das, so ist auch nicht gemeint. Okay, gut. Ich wollte bügeln. Ja, du wolltest bügeln. Einmal das U zeigen. Wir waren nämlich noch stehen geblieben bei dem U, was du genäht hast. Mhm. Und du hast einen Zwei-Wege-Reißverschluss genommen. Mhm. Den hatten wir hier, glaube ich, noch im Regal von Prim. War der noch in der Pipeline. Mhm. Und irgendwann kommt hier ja auch alles weg und bis wird verbraucht. Bis wir soweit seid. Bis wir soweit sind. Ich brauche nur ganz kurz. Okay. Ja, wir wollen auch ganz kurz eigentlich nur zeigen, dass hier das U genäht wurde. Genau. Von der Ute. Mhm. Das U mit dem U. Genau, das wird jetzt umgedreht und auf der Seite, wenn es schön gebügelt ist, genau, die Kante schön gemacht, einfach einmal abgesteckt. Genau. Das kriegt ihr alle hin zu Hause. Ich bin natürlich mir ziemlich sicher. Natürlich. Ich finde es übrigens toll, wenn ich die Ute einmal hier stehen habe. Nee, du darfst weiterarbeiten. Du darfst weiterarbeiten und ich lasse jetzt eine Lupulei auf mich ab. So, genau. Denn die Ute geht mit ihrer Krankheit, und wir hatten das vorher abgesprochen, dass das so ist, sehr offensiv um und sehr positiv. Und magst du kurz noch was dazu sagen? Ja, das habt ihr vielleicht gesehen, dass ich hier oben etwas wenig Haar habe im Moment, aber ich bin noch in einer Chemotherapie, bin aber fast damit durch, fühle mich auch im Moment eigentlich ganz gut. Sehe das auch immer alles positiv, weil ich es eigentlich jetzt geschafft habe, also den schlimmsten Weg hinter dich gebracht. Genau, ganz genau. Mhm. Und gehe da ganz offen mit um, habe da kein Problem mit. Und hast geschrieben, als du dich beworben hast, dass du schon Mut machen willst. Natürlich, also alle Frauen, die betroffen sind, den Weg schafft ihr auch, alle. Auch wenn der nicht leicht ist, aber habt immer eine positive Einstellung, ist ganz wichtig. Dich den Kopf hängen lassen, das wird alles schon. Und das auch die ganzen Frauen, wo ich mit zusammen bin, kann ich nur sagen, sind alle, macht richtig Spaß eigentlich. Ja, es ist immer gegenseitig zu stärken und auch ein Vorbild zu sein ganz und zu genau sagen, es kommen mal Zeiten, die nicht ganz so gut sind, dennoch immer weitermachen. Ganz und ich glaube, genau, das Nähen hilft dir auch so ein bisschen mit das dabei. Das mache ich, das brauche ich. Das ist für mich ein Ausgleich wie für andere Basteln oder Handwerken, so oder nicht. Oder Fahrradfahren oder was komplett auch immer. Komplett, ja, mache ich zwar auch noch, aber das Nähen ist für mich die totale Entspannung. Gut, ne? Ja, gut. Ja. Wir dürfen uns nicht ganz so nah drücken, wir würden es am liebsten tun. Ja. Aber also ich wollte damit auch nochmal sagen, dass ich mich natürlich ganz besonders freue, dass ich solche tollen Zuschauerinnen und auch Zuschauer habe, die da ja ein tolles Vorbild sind und auch wirklich nett in der Community miteinander umgehen. Ja. Und das ist wirklich immer wieder eine ganz tolle Sache. Und ich möchte mich nochmal an dieser Stelle bei euch allen ganz herzlich bedanken. Und bei dir ganz besonders. Kein Problem. Schön, alles dass du gut da bist. Ja, danke. So, wir haben, glaube ich, die einzelnen Sachen erklärt. Sonja, so, du alleine. Meine Brille an. Deine Namensgevatterin ist nicht dabei. Vielleicht kommt sie ja noch.
Ich klaue mal eben den Stuhl hier. Du hast die Innentasche genäht und hast in der Innentasche... Die natürlich andersrum muss. Ja, genau. Ja. Die andersrum ist, aber setz dich noch mal kurz hin, dann können wir das noch mal einmal hier zeigen. Du hast, ich sag mal, einfach nur jetzt ein rechtwinkliges Stoffstück genommen, was so gerade passt, wenn man keine fertigen Taschen hat. Und hast es noch mal so dreigeteilt, damit man da was reintun kann. Eine Brille oder... Handy. Handy, was auch immer da rein ist, was da reinkommt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr guckt, ne, dass die jetzt auch wirklich noch was beinhalten können. Manchmal meint man immer, man näht die so, ach, das passt schon, und dann passt hinterher gar nichts mehr rein. Aber das, also man ist extra für Stifte. Genau, ja, das ist ja wirklich so, wenn man Stifte hat so oder rum. Manche nehmen Stricknadeln mit oder weiß der Fuchs, was ihr alle dabei habt, dann immer schön abpassen und einmal auch den Test machen, bevor ihr das wirklich absteppt, ob das, was ihr wollt, auch wirklich dann da reinpasst. Sehr schön, sehr süß. Genau. Okay, wie weit bist du jetzt mit deiner Tasche? Die Innentasche ist jetzt soweit fertig. Ich müsste jetzt die Außen machen und müsste vor allem auch noch mal die Embleme drauf machen. Ja, das müsstest du machen. Ne? Du müsstest die Etiketten noch mal aufnehmen. Genau, du hast dich jetzt für die Variante entschieden, die die farblich zusammenpasst. Also jetzt nicht für dieses, für das Silberne. Ich habe das hier. Falls ihr das sucht, ich wollte nur sitzen. Aber ich schiebe den Stuhl rüber. Für die Variante, was jetzt natürlich eine ganz tolle Überleitung zu unserem Gewinnspiel ist, während ihr beiden hier weitermacht, ich schiebe dir auch den Stuhl rüber. Wollt nicht sitzen? Okay, wir haben ein Gewinnspiel. Jan. Ja, Britta. Damit starten wir jetzt, oder? Ich würde sagen, das war jetzt das Stichwort. Ja, dann zeigen wir mal die schicken Gewinne, die wir heute haben. Genau, also wir haben einmal dieses schöne, extra schön gemachte Bon Voyage in 8x8 cm Florapapp von Dortex. Wer ist denn da der Designer? Ja, wer denn wohl? Weiß nicht, der Kurt, der Tomek. Keine Ahnung. Er guckt nach unten. Lassen wir ihn einfach mal. Na gut. Okay, und dazu passen die Upcycled-Etiketten im To-Go- Bereich von Dortex, die auch immer passen. Okay, die gibt's zu gewinnen. Ja gut, die Frage, die haben wir ja vorher besprochen, die lautet nämlich heute... Wir besprechen noch nichts. Die Nummer wird noch eingeblendet. Ach so, ja, die Nummer wird eingeblendet. Rechts in der Ecke, das kommt jetzt. Anrufergewinnspiel, das heißt anrufen und Gewinnspielfrage beantworten. Die lautet, nenne einen Nähmaschinenfuß, der mit dicken Planen klarkommt. So, den hast du jetzt nur so oder hast du das? Nee, so. Ich hätte ja trotzdem gern diese Jeopardy-Musik. Kurt, kannst du die nicht mal machen? Diese Jeopardy-Musik. Düm, 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 düm. Aber fürs nächste Mal. Düm, 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 düm. So geht die doch, oder? Ja. Ja. Oder du singst die ein. Okay. Wir haben ein Okay. Ich weiß aber nicht, ob das copyright-technisch so okay ist. Ach, das sagen wir doch keinen. Du machst zwischendurch einen Bumm dazwischen, dann passt das wieder. Also alle 10 Sekunden. Dum, 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 bum. Bumm. Dum, so, dann erkennt das keiner mehr. Ah, oder ein Piep oder so, ist mir doch egal. Also da würde ich dir die künstlerische Freiheit überlassen. Ach so. Aber ich hätte die gerne. Mit Beatbox? Ja, mach das. Also tob dich aus. Du hast die ganze nächste Woche Zeit bis zur nächsten Sendung. Haha, ein Spaß. Ein Spaß. Du machst jetzt noch die andere Hälfte, genau. Da die andere Hälfte. Ganz genau. Ja, wenn du die andere Hälfte machst, geht genau wie die eine Hälfte. Wir müssen nur gucken, dass du nicht zu nah da dran gehst, dass der Reißverschluss da auch noch durchpasst. Genau. Hier ist es schöner und da ist es tricky. Aber du hast... Du machst den Check. Ich probiere das vorher, ja. Also, noch ein kurzer Tipp von mir. Also, wenn ihr sowas annäht und da noch nicht... Also, der Abstand hier, der sollte bei dieser Art der Einnähung nicht ganz so knapp daran sein. Grundsätzlich, bitte, wenn ihr so etwas macht, auch bei Taschen, einmal probieren, ob der Reißverschluss sich wirklich richtig schön bewegen lässt. Es geht. Und wenn es geht, dann machen wir einfach die andere Seite weiter. Genau. Okay. Super, läuft. So. Ich war schon lange nicht mehr bei Sonja und bei Rebecca, die ist, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr. Ich habe nämlich gerade hier nicht grün. Du hast nicht grün? Ich habe nicht grün. Es ist und rot. Und auch die 1 hier. Du hast... Fehlt mir. Irgendwas ist... Füße nochmal hoch. Füße nochmal runter. Ist jetzt grün? Ist immer noch rot? Nein, ist rot. Ah, es kann sein, ist vielleicht hier der Unterfaden. Das habe ich gerade schon geguckt. Da ist noch genug. Oben ist auch. Irgendwas will er da. Hier die...
Diese Striche fehlen hier. Das Telefon klingelt immer noch. Ja, ich weiß, dass das Telefon klingelt. Weißt du, was ich in dem Fall mache? Ich mache die Maschine an und wieder aus. So. Okay. Wie beim Computer. Da bin ich auch knallhart. Und wie ich da? Ich schell alles an und wieder aus, so lange, bis es sowas das macht, was ich möchte. Hallo, ist die Britta vom Blabla Café. Mit wem spreche ich? Hallo? Hallo, der Stream ist noch an. Mit wem spreche ich? Du telefonierst tatsächlich mit mir. Ja, ich bin die Grit. Grit? Ja. Grit, mach mal bitte den Stream im Hintergrund aus. Ja. Du kannst es dir im Nachhinein angucken. So, habe ich. Perfekt. Liebe Grit, um welchen wunderbaren Fuß handelt es sich denn? Also ich würde sagen, das ist der Teflon-Fuß, den man eigentlich nicht mehr so nennen darf. Ja, das stimmt. Auch das noch mit dem richtigen Beisatz. Der Teflon-Fuß, den man nicht so nennen darf. Großartig. Das finde ich sehr gut, Grit. Und du bekommst die schönen Flora-Pub-Etiketten von Dortex. Das ist schön. Wunderbar. Bist du denn auch ein Upcycling-Freundin? Ja, ganz tolle. Auch mit Taschen. Ah, super. Das freut mich. Woher kommst denn du? Sachsen-Anhalt. Das hört man, aber ich wollte es genau wissen. Aus Halle. Aus Halle. Von Halle. Schön. Ja. Dann liebe Grüße nach Halle und nach Sachsen-Anhalt. Schön, dass du zugeschaut hast oder zuschaust und durchgekommen bist. Und danke schön. Gern geschehen. Ich freue mich. Grit, viel Spaß beim Nähen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, der Teflonfuß, der eigentlich nicht so genannt werden darf. Schön. Sage ich heute noch ein paar Mal. Ist denn Teflon? Für wen machen wir denn eine Werbung? Für Teflon. Ja, für Teflon. Ja, ist es eine Marke von wem? Von Firma? Oder? Das weiß ich nicht. Oh, schauen wir mal eben nach. Ja, genau. Guck mal eben da nach. Gibt's doch. Du kannst mir ja zuflüstern. Oder ich kann es ja im Ohr kriegen. So, ihr seid alle. Ja. Hasse? Und ich komme einmal. Die Firma DuPont. DuPont. Jetzt hast du es gesagt, wir wollten noch keine Werbung machen. Nee, mache ich ja auch gar nicht. Ich sage ja auch nicht, ob die gut sind. Nochmal, Werbung funktioniert so nicht. Doch. Nein, die muss nicht immer gut sein. Ich hätte gerne gute Werbung, aber... Ja, aber... Ich sehe so selten gute Werbung. Es gibt so viel blöde Werbung und die bleibt trotzdem im Kopf. Ja, aber auch diese Werbung zieht ja darauf ab. Ich brauche nur sagen, Hamburg, und dann sagst du sofort... McDonald's? Vergiss es. Du bist auch zu jung dafür. Und kein Mädchen. Das hatten wir ja schon heute. So. Hat funktioniert. Hat mit dem An- und Ausmachen. Ja, wenn so ein Ding überhaupt nicht mehr weiter weiß, dann einfach an und aus. Also dann hast du irgendwas gedrückt oder sie hat irgendwie eine schlechte Sekunde. Nein, hat sie nicht. Aber dann, bevor man dann da weiter rumkrepelt, ne, bringt man sie mal eben kurz auf Null. Genau. Du machst jetzt was. Du nimmst die Kante oben. Das zeigen wir noch mal einmal. Weil du hast den Reißverschluss schon eingenäht. Und jetzt setzt du das Schrägband dazwischen. Jetzt kann man ein gekauftes nehmen oder ein anderes Band, was man gerade so hat, um die Kante oben schön zu machen. Genau. Okay. Und unten hast du es verstürzt, dann brauchst du es genau nicht. Da, weil das da ging, ne? Ja. Man kann, also das Problem ist halt, man könnte das verstürzen, aber dann muss man ja genug Platz haben, um das dann wieder zu drehen. Und dann ist der Abstand schon hier unten ganz gut, aber hier oben kann man das auf keinen Fall so machen. Okay, gut. Wir sind... Hey Rebecca. Hallo. Hallo. Du hast schon wieder die Klappe oben. Entschuldigung. Nein, du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich weise das nur ganz höflich, weise ich dich darauf hin. Wieso hörst du jetzt auf zu nähen? Vor Schreck. Ja. Vor Schreck. Nein, komm, so schrecklich bin ich ja nur auch nicht. Was machst du gerade? Die Außentasche zusammennähen und das nachher noch die Winkel. Schnell, damit wir das nämlich noch einmal schön zeigen können. Supi. Ja, und den Reißverschluss, den hattest du noch nicht oben reingenäht, ne? Nein. Das hattest du noch nicht geschafft. Das war ja durch die... durch die Neugestaltung. Neugestaltung muss ich jetzt, hänge ich ein bisschen hinten dran. Aber ich mache es mit der Plane, definitiv. Okay. Sehr schön. Ist denn sonst noch was im Chat los? Ich lese da gerade zwischendurch mal. Also es wurde gerade gratuliert. Ja, Gratulation ist immer gut. Beli Maus und Andrea schrieben ganz am Anfang, dass sie auch schon Taschen aus Plane genäht haben. Ehrlich? Kathi schreibt, dass Teflon gerade verklagt wird, also die Firma, die Teflon herstellt, deren Namen ich ja jetzt nicht nochmal nenne. Nein, wieso wird? Ist auch egal, wir wollen das nicht wissen, warum die verklagt werden. Ja, ist natürlich auch der Anne fällt bei Hamburg nur Otto Walkes ein. Ja, Otto wäre schon mal gut, aber Versand, aber ist doch auch egal. Ich sag euch, ich brauche die Zentimeterangabe für die Ecken. 18.
Also 9 rechts, 9 links. Ich hätte besser gesungen, Frau Flix. 18, 19? 9, 9 jeweils, damit ich die Ecke noch nähen kann. Genau. So. Heute ist der Tag des Genausagens. Das kommt, weil wir hier zu viele wissende Menschen sind. Und alle nähen hier so toll. Übrigens, das ist kein Kriterium, mehr hinzukommen. Ich nehme auch blutige Anfänger. Ja. Aber ich finde das toll. Rebecca, wie lange nähst du denn schon? Sehr lange. Sehr lange? Ja, meine Mutter ist Schneiderin. Oh, ja. Da wollte ich es aber nicht lernen. Na, das ist auch so. Aber du bist gerade schief. Das sehe ich also jetzt schon im Ansatz. Und seit mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist, 2010, hat es mich dann wieder voll. Und womit hast du angefangen? Pumphosen. Ja, das ist der Klassiker. Klassiker, ne? Ja. Pumphosen. Und dann T-Shirts, mittlerweile auch Taschen. Ja. Und jetzt geht es immer so weiter. Nächste auch für dich, was? Ja, mittlerweile auch für mich. Ach, wie schön. Ja. Das ist doch toll. Ja, an alle Mütter da draußen, die mit Pumphosen angefangen haben, weitermachen. Nicht bei Pumphosen aufhören. Nein. Pumphosen ist schon eine ganz tolle Geschichte, aber nicht aufhören. Weitermachen. Genau. Sehr schön. Okay, jetzt. Jetzt geht's aber ab im Chat, möchte ich mal sagen. Auch schön. Anne zu Annette. Ja, ist schon schön. Ja, also es lohnt sich manchmal im Nachhinein noch den Chat zu lesen und da zu schauen, was da so los ist bei den Damen und Herren im Chat. Ich glaube, wir müssen so langsam nach vorne kommen. Es hilft alles nichts. Wir haben keine Tasche ganz fertig bekommen. Leider nicht. Aber vielleicht kriegst du ja noch das abgenäht hin. Oder wir stecken es einmal ab. Ja, stecken dann passt das ja vielleicht. Genau, einmal stecken auf beiden Seiten und rumdrehen. Aber ich glaube, wir haben alle Einzelteile der Tasche jetzt gut besprochen. Es kamen auch keine Fragen mehr auf. Und die Katja, da flitze ich jetzt noch eben schnell hin. Die Katja hat in der Zeit noch weiter genäht, oder? Ja, ich bin noch nicht... Ein bisschen, genau. Ich habe jetzt schon mal den Knopf, das ist jetzt die Außen. Schlussendlich, also wenn es dann verstürzt ist. Und jetzt möchte ich noch mal eins sagen, nur damit ihr das alle mal seht. Das sind Upcycling-Materialien. Natürlich ist es immer auch eine Geschmacksfrage und was man gerade so da hat, aber letztendlich sieht das mega aus. Das hier ist jetzt die Außenplane oder ist das die, ja, ne? Nein, das ist sie nicht. Das ist das alte Leinenhemd. Genau, das ist das alte Leine. Und das ist die alte Leinenware oder Bettwäsche. Da ist jetzt das Etikett drauf. Das sieht dann natürlich doppelt gut aus. Genau. Dann kommt hier jetzt noch das Decoville Light mit dahinter. Ja. Das gibt dann dem Ganzen sofort einen richtig festen Charakter. Hier müssen wir nur einmal gucken, ob das auch wirklich richtig aufgebügelt ist und es eventuell nochmal nachbügeln. Ja. Und das innen drin ist ein altes Herrenhemd. Genau. Und hier ist auch nochmal das verstärkt mit Decoville. Und hier kommt dann gleich die Folie da noch mit rein. Ja, das setzt du nachträglich ein, wie du das einbaust. Genau, das muss ich noch. Aber vielleicht ins Ausschneiden, umklappen und dann von oben nochmal nähen. Oder nachträglich drauf. Kann man ja vielleicht nochmal schauen. Ja. Auf jeden Fall, wenn das hinterher fertig ist, egal wie, sieht das Teil mega edel aus. Und man kann nicht erkennen, dass das gebrauchte Ware ist. Und ich kann immer wieder nur an alle appellieren, dass ihr, wenn ihr irgendwelches Altmaterial zur Verfügung habt, bitte überlegt es euch dreimal, ob es wegtut. Und auch solche netten Muster von Herrenhemden sind immer wirklich wieder gern genommen als Futtermaterial. Überdenkt das Ganze. Gut. Supi, das heißt, wir würden nach Hause gehen. Jetzt nicht nach Hause, aber wir gehen zum Bügelbrett. Ja. Nach vorne, wollte ich sagen. Da war ich schon ein bisschen schneller in meinem Kopf. Okay, also hier kommt auch noch natürlich, wenn du die Magnetknöpfe hinmachst, noch eine schöne fette Einlage dahinter, damit das... Ja, habe ich ja jetzt schon. Ja, genau, das habe ich nur noch mal einmal erklärt. Ja, genau. Und dann ist das mit so einem Magnetknopf natürlich doppelt schön. Ja. So, genau. Ihr Lieben, ich möchte euch bitten, einmal mit nach vorne zu kommen und den Wimpel mitzunehmen. Komm her. Den will ich wehen sehen, Katja. Auf Facebook. Komm, ich nehme dich so mit. Guck die Damen so. Die Sonja, die lässt sich auch durch nichts aus der Ruhe bringen. Nein. Näht noch ganz flockig das Etikett auf, das schön nach Sachsen-Anhalt geht, zu Grit. So, wir haben einiges geschafft. Wir haben es in Teilen zusammengesetzt. Wir haben noch mehrere Sachen von der Katja vorgestellt bekommen, was für sie wichtig ist, wenn es auf Reisen geht.
meine Gäste, kommt ihr noch mal einmal bitte sonst ein Stückchen nach vorne oder haltet es noch ein bisschen hoch, genau. Oh, haben wunderschöne Taschen genäht. Sehr schön. Du hast das Futter schon fertig, ja, musst ja, dann das gleich das Rest, den Rest noch machen. Ja. Auch das Etikett aufgenäht, da ist schon die, das Etikett und die Vordertasche fertig. Du hast es anders angenäht und hast hinten auch das mit dem Laschi Trolli, gemacht, genau. Was ich super finde. Und Katja hat euch noch mal einen tollen Tipp gegeben, wie ihr so eine Dokumententasche upcyclen könnt. Also, nichts wegwerfen, alles verwerten und das so anpassen, dass es schön an eure Maße passen, meine Lieben. Mir hat die Sendung super viel Spaß gemacht. Ich mache die noch eben zu. So, alles verbrauchen und verwerten. Ihr habt super mitgearbeitet, ganz toll, ganz konzentriert von Anfang bis Ende. Und ja, es hat mega Spaß gemacht, mit so vielen Menschen mal wieder zu nähen, was ein tolles Gefühl ist. Mhm. Und ich freue mich auch natürlich über neue Gesichter und mutige Menschen. Und das ist das, was mich immer wieder begeistert, jede Woche und nähe, ja, an den Start zu bringen. Und natürlich Katja, auf die ich mich immer verlassen kann, die alles super organisiert und ich dann den Kaffee verteilen kann. Das ist auch schön. Nächste Woche wird es auch wieder mega spannend. Da haben wir eine Sendung mit einem Beamer. Also es geht auch um Beamerschnitte. Und ob das klappt, das wird nochmal eine ganz spannende Geschichte. Wir nehmen auch natürlich gerne wieder Zuschauer mit in den Raum rein. Und ich hoffe, das klappt alles. Und ich freue mich auf die Yvonne von Kleiner Polyklex. Ist das richtig? Ja. Danke. Ich fand den Namen so schwierig, liebe Yvonne, verzeih mir. Und natürlich auch auf die Lina von Schnittverhex. Ne? Die macht das Ganze und angeleiert hat das die liebe Kirsten. Kirsten, meine Liebe, ich freue mich auf dich. Die Stoffe von Hilko sind bestellt und ich freue mich auf eine turbulente nächste Woche und euch wiederzusehen nächsten Freitag. Selbe Stelle, selbe Welle. Wer hat das nochmal gesagt? Jetzt wird's übel. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Unterstütze uns mit deiner Kanalmitgliedschaft und werde Teil des besten Senders ever.